Peace, meine lieben Dampferfreunde. Wir haben ja schon lange nichts mehr voneinander gehört. Und heute kommt das nächste Dampfer-Video mit meiner alten verranzten Epic Storm und dem alten X9 Verdampfer-Kopf-Dings-Bums. Also mein X9 Protanklon so. Ja, wir haben lange nichts gehört. Die EU-Entscheidung ist durch. Jetzt muss ich erstmal darauf fokussieren. Die EU-Entscheidung, damit fange ich jetzt mal an. Letzte Woche ist erledigt. Es ist genauso gekommen, wie ich es prognostiziert habe. Die ganze Geschichte ist durchgewunken worden. Im Mai wird das Ganze ratifiziert. Dann haben die Länder, Deutschland, also alle EU-Mitgliedstaaten, 2 Jahre maximal Zeit, diese ganzen Vorgaben aus der EU umzusetzen für uns Dampfer. Das bedeutet Tonne. Das bedeutet Tonne und Liquid. Naja, gut, das ist nur ein Bier. Das bleibt zu verkaufen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, hier wäre jetzt ein 1/2 Liter Basis drin. Ne? Also keine Hefebasis, sondern 36er oder 72er gibt es auch nicht mehr. Ist Geschichte. Das Dampfen, so wie wir das kennen, wird von der Bildfläche verschwinden. Und die Tabaklobby hat sich in irgendeiner Art und Weise da durchgesetzt. Also es kommt jetzt so, dass es diese kleinen Nuki-Verdampfer gibt, E-Zigaretten von der Tabakindustrie und von vielleicht auch noch anderen Herstellern mit diesen Tanksystemen, die man da reinsteckt, hier diesen 2 mm Tanks, Tanknachfülltanks. Und ja, kann man vergessen, solche Geschichten wird es nicht mehr geben. Solche Geschichten wird es nicht mehr geben. Es wird kein Liquid mehr geben. Also Liquid wird schon geben. Liquid in dieser Menge, 10 Milliliter, maximale Nikotinkonzentration, 20 Milligramm, hat die EU gesagt. Es kann auch sein, dass Deutschland beschließt, maximal 10 Milligramm, maximal 5 Milligramm oder 15. Das kann jedes Mitgliedsland noch weiter verschärfen, die Vorgaben. Das sind wirklich nur EU-Maximalvorgaben. Also Tankverdampfer, so wie wir sie kennen, erledigt Geschichte. Liquid, so wie wir es kennen, erledigt quasi auch Geschichte, aber man wird als Dampfer noch 10 Milliliter Flaschen bekommen mit maximal 20 Milligramm Nikotinanteil. Kann auch weniger sein. Das kann jedes Mitgliedsland allein für sich entscheiden, wie weit die da gehen wollen. Also gruselig, 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 was die Hardware-Fraktion für uns angeht. Und was das Liquid angeht, ganz schlimm, ganz schrecklich. Aber wir wussten ja, ich hatte es euch in den letzten Videos gesagt, dass genau das kommen wird. Und für uns keine große Überraschung, bedeutet eigentlich nur, jetzt nicht in Panik verfallen und wie die geisteskranken Liquid kaufen hier, Basen kaufen und Hardware. Also da haben wir noch Zeit. Das geht erst im Mai, wird das, glaube ich, ratifiziert da von dem Präsidenten oder wie auch immer in Brüssel, ne? Der mit der Krone, der sitzt dann da und winkt das durch und sagt, jo, super Sache, das machen wir so, hier, ne, ihr Dampfer, ihr könnt uns mal, so, ist egal, ne, und das bedeutet dann ist es wirklich, also dann müssen die Länder es umsetzen, ab Mai, so, und dann haben sie 2 Jahre Zeit, ich nehme an, Deutschland wird da wieder besonders schnell sein, die werden da sicherlich einiges in den Schubladen haben, ziehen sie raus und sagen, okay, das prügeln wir jetzt durch, und da haben wir die Dampfer am Arsch. Ja, für uns genug Zeit, sag ich mal. Wir haben noch Monate, Monate Zeit, uns mit Liquid, also nicht mit Bier, also da haben wir Jahre Zeit, also das wird nicht verschwinden, uns mit, jetzt denken wir mal, dass das jetzt Liquid drin, uns mit Liquid einzudecken, wenn man es denn möchte, mit verschiedenen Tanksystemen und Akkuträgern. Also können wir uns eindecken, legal noch. Also Leute, dreht nicht durch, fallt nicht in eine große Panik, kaufen, 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 ist noch nicht so weit, aber langsam sollte man, wenn man sich noch nicht eingedeckt hat, in Gedanken machen, dass man mal langsam ein paar Sachen ranrudert, um sich von dieser EU-Geschichte unabhängiger zu machen, dass man die Sachen zu Hause hat, die kann dann keiner mehr wegnehmen und die werden dann natürlich auch nicht reglementiert. Ne? Das dreht sich ja nur darum, dass die Shops das dann nicht mehr verkaufen dürfen. Ne? Ja. EU, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Aber okay, nun kann man natürlich auch sagen, ich höre auf mit dem Dampf, das will die EU ja auch.
Also ich will nicht aufhören. Dafür macht man das noch. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Zu viel Spaß. Dampfen ist geil. Erstmal dampfen. Ja, ich habe hier, ja, habe ich am letzten Video vorgestellt, habe ich jetzt auf meiner Inukin Eye Taste, mein Typhoon GS. Ich zeige ihn mal. Moment, da ist er. Mein Typhoon GS. Ein hammergeiler Verdampfer. Ich zeige mal, wie er räuchert. Dieses kleine Scheißding ist richtig gut. Verrückt, absolut verrückt. Wenn ihr genau guckt, seht ihr auch noch Stubbis. Im letzten Video, wir haken mal das Thema EU ab, bevor ich jetzt dazu komme. Ich habe ganz viele Themen, die handle ich jetzt eins nach dem anderen ab. Ja, wie es mir gerade so einfällt, ich bin ja auch nicht weiter vorbereitet. Also, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, habt ihr vielleicht schon gemerkt, das ist ja alles spontan bei mir. Deswegen ist das auch nicht perfekt und es muss auch nicht perfekt sein. Also, EU, gruselig, keine Tankverdampfer mehr, keine Akkuträger mehr, nur noch so eine kleine Ködelgeschichten mit Nachfüllpacks, maximal 2 Milliliter Inhalt, richtig, richtig, richtig teuer. Und für uns Dampfer eine Katastrophe, wenn es von heute auf morgen über Nacht kommen würde. Aber wir haben ja nun schon über ein Jahr Zeit gehabt, wir wussten ja, das kommt. Das wird so oder so ähnlich kommen. Also es ist genauso gekommen, wie wir es uns gedacht haben, wirklich schrecklich. Und jetzt, daran lässt sich jetzt auch nichts mehr verändern. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns noch vorzubereiten, so man das Bedürfnis hat, die nächsten Jahre weiter zu dampfen. Da braucht man natürlich Hardware. Da kommen wir nicht mehr ran, wenn das verboten ist. Diese Geschichten wird es nicht mehr zu kaufen geben. Sicherlich wird es einen Schwarzmarkt geben, aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Und wir alle wissen, Schwarzmarktpreise, das sind Hammerpreise. Ne? Das wird dann auch richtig teuer. Noch ist das alles günstig zu bekommen. Ne? Also holt euch, wenn ihr da Bock drauf habt, holt euch ein bisschen was. Kann nicht schaden, wird nicht schlecht. Und ja, EU erledigt. Katastrophe, Katastrophe. Aber das soll uns den Spaß am Dampfen nicht nehmen. Holt euch auch Liquid. Ein paar halb Liter Pullen. Ja, nicht Bier. Ihr sollt nicht Bier dampfen. Ich habe meine Liquidpullen, ihr wisst ja, das ist ja unten als im Gefrierschrank, 5 Liter. Und ja, das habe ich jetzt nur so als sozusagen als Liquid-Dummy genommen, die Flasche, die ich ja geschenkt gekriegt habe von einem lieben YouTuber. Habe ich im letzten Video ja erwähnt. Die will ich nachher aufreißen hier mit euch zusammen und mal wegschmackofatzen hier, dieses Kulchbauer Weiße. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Zum letzten Video, da hatte ich ja mit euch den Perle GS, den hatte ich euch ja vorgestellt, den kleinen Süßen hier. Ich schraube ihn mal ab. Den Perle GS. So. Und ich habe ihn modifiziert. Also minimal modifiziert. Die Wicklung ist immer noch die gleiche, die da drin ist, die wir zusammen gewickelt haben. Und wenn ich ihn jetzt hier raufschraube, schaut mal, wie die dampft. Ne? Also das geht richtig ab, das Ding. Ne? Erstaunlich für so einen kleinen Selbstwickelverdampfer. Jetzt ziehe ich ja nochmal dran. Also, das Ding ist echt ein Traum. Was ich verändert habe, dazu drehe ich ihn mal auf den Kopf. Nehme mal den Tank ab. Was ich verändert habe, ist das hier. Seht ihr das? Ich habe hier, wenn ich den Tank mal zur Seite packe, ich habe diese Dochtplatte, habe ich ausgerüstet. Moment. Jetzt habe ich hier den. Kann ich den noch feuern? Meine Microcoil-Wicklung. So. Und stelle ich mal zur Seite. Und das ist jetzt diese Dochtplatte, die habe ich ausgerüstet mit Mesh. Da habe ich mir so zwei Mesh-Dochte, also aus
Edelstahlgeflecht, zwei Messstochte gebastelt, die ich zusammengedrallert habe. Die habe ich in diese zwei, ich glaube, es sind 2 mm Bohrung reingesteckt. Und die stecken, die liegen auf der Watte auf. Die, zeig das mal, die hier drin ist. Könnt ihr vielleicht sehen. Kann ich mal feuern? Mach ich mal. Ja, also diese Messstochte liegen auf der Watte auf und das hat eben den Vorteil, wenn man mal die Watte erneuern will, geht es einfach schneller. So, und ich packe die jetzt wieder hier rauf. Moment. Stecke ich jetzt hier so rauf. Klack. Jetzt liegen sie wieder auf den Wattedochten. Jetzt schnappe ich mir den Tank. Schraube ich das hier wieder auf den Tank rauf. So. Zack, drehe die Geschichte um und kann weiter dampfen. Und blubbert immer schön. Also das Feeding von den Meshdochten, von dem Meshgeflecht hier von meinen Meshdochten, die ich gebastelt habe, ist top. Hätte ich nicht erwartet. Ist wirklich top. Ich möchte fast behaupten, das ist sogar noch besser als bei Watte. Ich hatte ja zuerst die Watte direkt durchgesteckt, hat aber den Nachteil, das Ding ist ja für meinen Urlaub gedacht. Das heißt also Boxenstopp. Wenn die Watte versaut ist, dann würde ich die Watte rausreißen aus meiner Mikrokeulwicklung und neue Watte da reinstecken. So, und dann lege ich die Watte in die Verdampferkammer rein, üppig, und stecke die Dochtplatte mit den Edelstahl-Mesh-Dochten rauf und das Feeling funktioniert wunderbar. Also quasi bei jedem Zug sehe ich hier eine Luftblase aufsteigen. Also läuft Liquid in die Watte rein und trinkt die Watte und sättigt die Watte. Funktioniert perfekt. Funktioniert echt perfekt. Wo habe ich die Mesh-Dochte her? Ich habe mir nicht irgendwie so einen Bogen-Mesh gekauft, sondern aus meinem Kraken für 9,50 Euro. Dem Kraken lag ausreichend Mesh bei, also so ein Stück Mesh. Das habe ich einfach in der Mitte zerschnitten und das reicht für diese kleinen Stuppi-Dochte locker aus. Also da kann ich mir 2 Sätze sogar basteln. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, wie der Dampf der Perle GS. Fantastisch. Fantastisch. Also der Dampf genauso gut wie der Perle GT und der Dampf genauso gut wie der Kaifun Light. Also alle drei Systeme tun sich absolut nichts. Sind alle drei richtig geil. Absolute Kaufempfehlung. Ja, nun gut, der Süße hier, der Perle GS. Ich schraube ihn nochmal wieder ab. Der Perle GS. Fokussierung nochmal. Ja, meine Fokussiererei. Ne? Ich weiß nie, ob das richtig scharf ist. Egal. Der Perle GS, der ist ja hierfür gemacht. Für meine Urlaubsuniform. Auf dem 1300er Twist-Akku. Und da funktioniert er natürlich genauso. Guckt euch mal an, was dieser kleine Twist hier raushaut. Ne? Ja, brachial. Deswegen Boxenstopp. Sollte mal was mit der Watte sein, doch Platte ab. Die Mesh-Dochte, die ich da reingesteckt habe, die verschleißen ja nicht. Zieh ich die Dochplatte ab. Hau die Bio-Watte raus, mach einen Dreiburn, hau neue Bio-Watte rein, mach unten ein Wattedepot, steck die Dochplatte wieder rauf, schraub das alles zusammen, füll das auf, weiter geht's. Ein schönes System. Und weil das System eben so potent und so brutal dampft, habe ich mir noch einen zweiten bestellt. Den habe ich aber nicht bei Fastec bestellt, sondern bei einer anderen Firma, weil da gibt es nochmal 10% Rabatt. Den habe ich für 22 Dollar bestellt. Das Teil. Der kostet ja so um die 25 Dollar. Könnte ich mal einblenden. Da habe ich es bestellt. Falls ihr da auch mal bestellen wollt. Der Laden, der Online-Shop ist nicht ganz billig, aber kostet ungefähr, die Produkte kosten ungefähr das gleiche wie bei Fastec. Ist vielleicht ganz interessant für Leute, die bei Fastec zum Beispiel einen Teil haben wollen und es ist ausverkauft, dass sie in den anderen Online-Shop gehen und da gibt es nochmal 10% Rabatt mit so einem Rabattcode, den man da einlösen kann.
blende ich unten ein, diesen Rabattcode, falls ihr es mal ausprobieren wollt. Und die liefern auch sehr, sehr schnell. 10 Tage ist das da. Also Fastec braucht die doppelte Zeit. Ja, fantastisch. Pelagiers, da muss ich noch einen zweiten haben, weil der ist so geil. Hammer. Ein Hammergerät. Nun kommen wir auch, Moment, nun kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ja, das wird wieder so ein Sabbelvideo, ne? Ja, sowas mögt ihr ja, ne? Oder auch nicht. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe wieder was zugeschickt gekriegt. Ich mach mal aus, ich hole das mal. Mach mal außen wieder an. Bis gleich. Zack, da bin ich wieder. Tara. Peace, meine lieben Dampferfreunde. Perle ist wieder da. Ja, ich habe wieder was zugeschickt gekriegt. Kostenlos von einem lieben, lieben Dampfer, den ich kennengelernt habe. Ja, ich hatte es ja schon mal gesagt. Dampfer bei YouTube. Ja, nicht alle. Also Marcel R. nun nicht. Aber die anderen Dampfer sind der Burner. Also ihr seid wirklich die Geilsten. Ne? Ich muss es nochmal sagen. Ihr seid echt toll. Ja, ich habe das hier mal so ausgeschnitten. Thomas Metke hat mir geschrieben. Ich sage das jetzt einfach mal. Thomas Metke, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Der hat mir unter anderem das hier zugeschickt, kostenlos. Mystery von ein Aroma, was man mit 8% dosieren sollte, von German, ja, warte mal, Germanflavors.de, von Germanflavors.de ist das. Ja, warum sage ich das? Also, ich möchte nicht sagen, das ist mein neues Lieblingsaroma, aber das ist echt lecker, ne? Das ist echt ein geiles Aroma, ne? Das ist so ein bisschen mentholartig. Schmeckt so ein bisschen wie Pfefferminz mit noch irgendwie was anderem drin. Also, das kann ich. Ich nehme mal eine Nase. Sehr interessant. Und so schmeckt das auch. Also, genauso interessant wie das riecht, das kann ich gar nicht definieren. Thomas hat das mal versucht zu definieren, wonach ihm das schmeckt. Aber das ist wahrscheinlich für jeden individuell. So, und das habe ich nämlich auch gerade hier drin. Und das ist echt lecker, ne? Das ist echt lecker. Da habe ich also 10 Milliliter angesetzt. Das, also, ruckzuck, das ist der Rest, ne? Ruckzuck weggedampft, ne? Richtig geil. Hat eine leichte Menthol, also Minznote, sag ich mal. Und da ist ja noch was anderes drin. Schmeckt so ein bisschen chemisch, das Ganze. Aber lecker chemisch, ne? Also da stehe ich ja voll drauf, ne? Also da hat er genau meinen Geschmack getroffen. Thomas, danke für das geile Aroma. Also, wenn das alle ist, habe ich ein Problem. Dann werde ich wahrscheinlich da mal bei German, steht auf der Flasche drauf, www.germanflavors.de vielleicht nochmal nachbestellen. Ganz billig scheint es ja nicht zu sein, aber das ist echt, das lohnt sich, ist echt gut. 3,50 kostet es, glaube ich. Thomas, danke. Ja, was hat der Thomas mir sonst noch geschickt in dieser Verpackung? Der hatte mir Ohrringe geschickt. Eigentlich war das Thema, Perle, brauchst du noch Ohrringe, weil der weiß, mein Kraken, habe ich den jetzt hier irgendwo liegen, den Kraken, ja. Mein Kraken hier und mein Perle GT. Ja, mein Kraken und mein Perle GT, da sind ja jede Menge O-Ringe drin. Im Perle GT war, glaube ich, sogar noch ein kompletter O-Ring-Dichtsatz. Das weiß ich gar nicht. So genau weiß ich es nicht. Und hier sind natürlich gar keine Dichtringe dabei für 9,50 Euro. Ich weiß gar nicht, ob da noch ein Dichtsatz dabei war. Also Dichtringsatz. Müsste ich in der Originalverpackung mal nachgucken. Jedenfalls hat er mich gefragt, Perle, willst du für den Kraken und dann schicke ich dir auch noch für den Perle GT einen kompletten Dichtringsatz. Und das ist ja immer das Problem bei den Verdampfern. Man sieht zwar, da sind Dichtringe drauf, man weiß aber nicht, wie groß die sind. So, und da hat der Thomas, so nett wie der so ist, hat er mir in diesem Umschlag 2 Sätze Dichtringe zugeschickt. Einmal für den Kraken und einmal für den Perle GT. Und das habe ich abgetippt und bei mir im Forum veröffentlicht, auch für andere. Da sammeln wir gerade so für die einzelnen Verdampfer-Typen die Dichtringgrößen, damit wir da mal so eine Art Tabelle irgendwie haben. Ich habe den und den Verdampfer, was für Dichtringe bräuchte ich da? Ne? Wofür? Für die Topcap und hin und her. Welcher Dichtring ist wo verbaut? Und war mal so eine Idee, dass man da vielleicht mal so eine O-Ring-Sammlung zusammenbastelt. Ich weiß nicht, wie weit das läuft wohl noch. Ich hab die gefragt und sage ich, Leute, Thomas hat mir die zugeschickt. Thomas war auch schon so nett, hat mir die Größen draufgeschrieben. Das habe ich abgetippt.
erweitert bitte die Liste. Mal gucken, vielleicht funktioniert das ja, dass man immer mehr Verdampfer da reinkriegt für die Ohrringe. Diese Ohrringe für den Kriegen, für den Kriegen hier, die blende ich hier mal ein, die man dafür braucht. Und ausgeblendet. Und die Ohrringe für den Perlige Tee, der ja auch geil ist, blende ich jetzt ein. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ist auf Thomas seinem Mist gewachsen. Möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken für diese nette Spende. Und im Rahmen dieser Ohrring-Geschichte hat er mir eben das nochmal Sample zugeschickt. Hat gesagt, Perle, kannst ja mal ausprobieren. Du magst ja mentholartige Sachen. Und ja, schlägt genau die Kerbe, die ich mag. Ne? Mystery heißt das. Echt lecker. Ein geiles Liquid. Also nicht Liquid, ein geiles Aroma. Das ist Aroma. Ich kann es ja nochmal ganz dicht zeigen. Da muss ich einfach Werbung für machen. Drehe ich das mal. Also das muss man mit 8% zudosieren und das macht der Thomas auch. Ich habe es nur mit 5% dosiert. Ich habe da nur 5% von genommen. Und ja, das reicht mir schon. Ne? Ja gut, können wir vielleicht noch 1% mehr nehmen. Ne? Aber 8% ist hier so als Vorgabe. Das kommt sicherlich auch ganz gut hin, wenn man so einen Geschmacksflash haben will. Ne? Hey, lecker, lecker, echt geiles Aroma. Also, hat mich wirklich begeistert. Und das passiert nicht oft, dass ich ein Aroma benutze und das erste Mal davon sage, boah, wie geil. Ne? Das ist richtig toppi toppi. Ja, Thomas, Dankeschön für dieses Mystery. Wenn das alles ist, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das nochmal bestelle. Das packe ich mal zur Seite. Das war ja der Thomas. Dann hatte ich ja noch, ihr wisst ja, die Flasche geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Die mache ich jetzt auf. Muss ich jetzt testen. Ihr kennt das ja, ne? Fast gekleckert. So. So, das heißt Kulchbauer Weiße. Bin ja Weißbier-Fan. Und das will ich mir hier mal reinschütten, vorsichtig. Ja, mal gucken hier. Ja, schon wieder wie Sau, ne? Ja, ich bin Versager. Egal. Oha. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, also, so füllt man kein Weißbier ab, ne? Das geht gar nicht, ne? Gut, durch den Namen. Flasche ist noch voll. Ja, muss ich ein bisschen ziehen lassen. Aber trotzdem kann ich auch schon mal probieren. Das fülle ich nachher nach. Aber ich trinke trotzdem schon mal. Erstmal Schaumtest. Das ist irgendwie wohl so ein bayerisches Bier. Und jetzt nehme ich mal einen Schluck und teste das mal. Lecker. Erstmal mit Ärmel abwischen. Ja, das lasse ich jetzt erstmal ziehen, damit ich wieder nachkippen kann. Da habe ich wieder versagt, ne? Oh, der Perle, ne? Mit seinen Online-Sauf-Aktionen hier, ne? Ja, danke nochmal fürs Bier. Und ja, da man ja nicht nur Bier trinken kann, muss ich euch noch was nehmen. Ich habe heute. Habe heute was richtig Geiles gekriegt. Auch wieder als Geschenk. Das sind keine Händler, das sind normale YouTuber, die mir was zugeschickt haben. Also erstmal hier Briefmarken. Briefmarken, ganz viele Briefmarken. Denn hat derjenige, ich kann es ja mal sagen, der heißt Daniel. Moment. Daniel Dust oder sowas. Moment, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Muss ich mal rein. Hier, Karton. Und ich hole mal Karton. Also, muss ich mal schon aufpassen, dass man es nicht sieht. Also, diesen Karton hier habe ich gekriegt. So, von dem habe ich, auch irgendwie Aroma zugeschickt, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon so viel verschickt wieder. Daniel Just, genau, Daniel Just in Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. nicht Glückwunsch. Herzliche Grüße nach Daniel Just in Leipzig. Und danke, danke, danke. Und nun will ich euch mal zeigen, was der Daniel mir zugeschickt hat. Erstmal hier ein Brief. Also, schöne Handschrift hat der Kerl.
und ja, sagt nette Sachen, dass ihm mein YouTube-Kanal so toll gefällt. Und weil ihm mein YouTube-Kanal so toll gefällt, hat er mir zugeschickt und ich auch öfter mal was verschenke, Briefmarken. Hat er mir so einen kleinen Stapel Briefmarken zugeschickt. Voll nett, ne? Hat er mir so einen kleinen Stapel Briefmarken zugeschickt, die ich benutzen kann, wenn ich mal wieder was zu verschenken habe, damit ich keine Portokosten habe. Na gut, bring mich nicht um, ne? Aber das ist natürlich super nett, ne? Und er sagt, er hat so viel davon, braucht alles gar nicht. Schenkt er mir. Ja, die waren jetzt in diesem riesigen Karton mit drin, aber nicht nur, ne? Und er hat eben noch einen Brief, wo er noch geschrieben hat, dass ihm dabei meine YouTube-Videos so toll gefallen und hin und her. Und seine Frau war los und hat Leipziger Pistazienlerche. Moment. Original Leipziger Pistazienlerche. Ja, weil er wohnt ja in Leipzig. Diese Sachen hat er mir zugeschickt. Essen, Futter. Damit der Perle nicht so dünn wird. Damit der Perle nicht so dünn wird. Aber da muss man aufpassen. Das ist nur 4 Tage haltbar. Also ich glaube, morgen ist letzter Tag. Die will ich mir nachher noch ganz schmack gewotzen. Wenn das Video jetzt nicht online gestellt wird, da hat er mich vergiftet, ne? Mich tot, ne? Dann findet hoffentlich jemand mich neben meiner Kamera liegen und lädt das dann noch hoch zu euch, ne? Aber glaube ich nicht. Der ist voll netter Typ, ne? Die Sachen hat seine Frau gekauft für mich, weil das so eine typische Leipziger Geschichte ist, ne? Wie, wenn ich in Lübeck wohnen würde, würde ich wahrscheinlich so Lübecker Marzipan oder sowas schicken. Als Beispiel jetzt, ne? Oder was ist hier für Kiel typisch? Was hat Kiel toll? Ja, Kiel hat viele tolle Sachen. Aber solche Sachen hat Kiel nicht, ne? Kieler Woche haben wir. Kieler Woche. Da könnte ich sagen, danke, komm nach Kiel. Also da besaufen wir uns auf meine Kosten. Ne? Also, Daniel Just, vielen Dank für die Original Leipziger Lerche. Diese zwei Backschönheiten, ne? Guckt euch das mal an. Leipziger Lerche. Vom YouTuber geschenkt gekriegt. Wie geil, ne? Mit Briefmarken zusammen. Damit ich auch weiterhin Sachen portorisieren kann. Da sind ja doch immer jeweils 2 Euro. Du schickst mal ein Aroma weg. 2 Euro da, 2 Euro da, 2 Euro da. Leckert sich. Na gut, macht mich nicht arm, ne? Aber mit seinen, haben Sie? Mit seinen Briefmarken. Also die nächste Verschenkaktion, die wäre hiermit gesichert. Jetzt habe ich momentan auch nicht so zum Verschenken. Aber da fällt mir wieder was ein. Da kommt in Kürze wieder was. Also danke für die Leipziger Lerche. Die will ich mir morgen reinziehen. Nicht mehr heute Abend. Heute Nacht. Jetzt haben wir auch schon wieder mittlerweile 3 Uhr. Ja, Stichwort YouTuber, ne? Geil. Kann ich nur so sagen. Geil, geil, geil. Also, Bier umsonst. Die scheinen weder Kosten noch Mühen, ne? Ich guckt euch das mal an. Der hat mir Briefmarken zugeschickt mit der Leipziger Lerche in so einem riesen Karton. Ja, das ist ja noch ein kleiner. Da kam ja auch noch die Flasche, hatte ich das im letzten Video gesagt, ne? Was da noch kam. Ne? Also, fantastisch. Eigentlich habe ich sie ja nicht verdient, ne? Na gut, aber die beiden, ich habe das verdient, ne? Ich finde das total nett, ne? Und solche Sachen freuen mich total, ne? Auch mit dem Liquid hier, ne? Es kostet 3,50 Euro, hat er mich richtig glücklich gemacht, der Thomas. Aber die Leipziger Lerche, wenn die lecker ist, dann macht er mich auch glücklich, der Daniel aus Leipzig. Schönen Gruß nach Leipzig. Ja, Prost, Freunde. Nix Prost. Ja, ich und meine erstmal dampfen, ne? Also immer nur Bier trinken ohne Dampf ist auch blöd, ne? Also, der Perle GS, das ist ein Hammer. Ihr seht es, den habe ich jetzt hier auf meine Enokin drauf. Den benutze ich nur noch. Der hat nun nicht mein Perle GT abgelöst. Nein, nein, nee, nee. Das ist jetzt alles Testphase, ne, für den Urlaub und so. Mal gucken, wie lange man mit so einer Microcoil Gas geben kann. Ey, der räuchert wie Sau, den fülle ich 3-mal am Tag auf, das Ding. Also, da knall ich 10 Milliliter locker weg, ne? Also, super. Und der. Der Perle GS steht den großen Dingern in nichts nach, was den Qualm angeht. Unglaublich, was aus so einem kleinen Verdampfer rauskommen kann. Deswegen habe ich mir da noch einen zweiten Raum bestellt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das Ding finde ich richtig gut, ne? Für die Kohle, ne? Der ist top verarbeitet, der lässt sich super wickeln. Mit den Dochten und der Dochtplatte, jetzt ist er eigentlich für mich perfekt. Und der Microcoil-Wicklung, Sahne. Sahne, das Ding. Der ist richtig Porno. Na gut, so sieht er auch schon ganz cool aus. Auf dem Akkuträger hier. Aber auf dem kleinen Twist ist natürlich, das ist ja meine Verwendung später mal. Aber den kann man auch so super benutzen, ne? Also wenn ihr einen super Selbstwickelverdampfer haben wollt, der klein ist und schnuckelig ist,
Empfehlung, ne? Aber das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Bloß jetzt, das Video ist ja nun auch schon wieder über eine Woche her. Seitdem dampfe ich den hier, ne? Also, toppi, ne? Ich würde mir nicht einen zweiten davon bestellen, wenn der scheiße wäre, ne? Also jetzt mit den Mesh-Dochten da drin, Hammer, das Ding. Echt Hammer. Richtig gut. Richtig gut. Damit kann man richtig abmeuchern. Und geschmacklich ist da auch super. Ne? Ja, guck mal hier, was ich hier noch habe. Meine alte verranzte Epic Storm. Mit meinem X9, ne? Mit meinem Protan-Klon. Ne? Der ist aber auch schon, der hat sich schon so ein bisschen zugesetzt. Guck mal, wie dunkel das Liquid geworden ist. Sieht schon aus wie Whisky. Qualmbauch. Aber die Wicklung da drin, die ist fertig. Fand noch ein bisschen ein Schnorchel so komisch. Moment mal. Muss ich mal abchecken, was hier so schnorchelt. Okay. Ja, meine Epic Storm, ne? Unzerstörbar das Gerät. Aber benutze ich nicht mehr so häufig. Habt ihr ja sicherlich schon gemerkt, ne? Ja, komme ich zum nächsten Thema gleich. Über zum nächsten Thema. Das Hauptthema heute ist Nemesis übrigens, ne? Das kommt aber später. Da lasse ich euch noch zappeln. Also das Hauptthema ist Nemesis und Kaifun, ne, für 10 Euro. Ich habe mir ja nochmal einen Kaifun bestellt, Kaifun Light, für 10 Euro, ne, 10,40 €. Und das stelle ich euch nachher vor. Und dann wollen wir uns den mal genauer angucken, wo denn, was man für 10 Euro bekommt. Ne? Ein Kaifun für 10 Euro. Ich habe es getan. Und dann wollen wir mal gucken, ob da auch dampft. Ne? Und das werden wir nachher alles wieder live machen zusammen. Also richtet ihr euch schon mal darauf ein. Das wird ein langes Video. Ja, jetzt muss ich aber erstmal den Rest hier reinschütten. Jetzt kann ich es ja machen. Jetzt hat der Schaum sich abgebaut. Ja, also so trinkt man ja nun gar kein Hefeweizen, so wie ich das jetzt hier mache. Ne? Völlig amateurhaft. Ne? Hätte ich das Glas mal ein bisschen richtig nass machen, also feucht machen müssen von innen. Dann gibt es nicht so viel Schaum. Ne? Und nicht so hektisch reinkleckern, so wie ich das vorhin gemacht habe. So, jetzt holen wir mal die Hefe hier raus. Ja, Flasche leer. Danke an den edlen Spender. Und Prost euch allen. Jetzt nehme ich mal einen Schluck hier von dem Kugelbauer. Kugelbauer Weiße. Weiße. Ist lecker, süffig. Es wird jetzt ein Biertest. Ja, besser als Currywurst essen. Ich könnte jetzt auch ein Currywurst-Video machen, ne? Aber in 2 Minuten von Aldi, die Aldi-Currywurst. Ja, hallo Tretboot, mein Freund, falls du das siehst. Probier mal die Currywurst von Aldi aus. Aber du machst ja keine Currywurst. Aber die Currywurst von Aldi ist super. 2 Minuten dauert das. Da brauchst du nicht 1000 Kilometer fahren nach zu irgendeiner Ranzbude mit, ja, und da Currywurst essen. Sondern die von Aldi, die finde ich echt cool, ne? Kostet, glaube ich, 1,69 €. Ist lecker, das ist so eine Fertig-Currywurst. Löcher reinpieken und dann mal Pieker unten im Boden mit Currygewürz, nicht scharf. Und piekt man oben ein paar Löcher rein, 2 Minuten in die Mikrowelle, gibt Gas, kling, nach 2 Minuten, also nach 120 Sekunden, reißt den Deckel auf und spachtelt das weg, ne? Lecker. Ja, Currywurst essen mit Perle, aber das mache ich nicht. Wir machen Hefeweizen trinken mit Perle. Test. Lecker. Das jetzt vielleicht nochmal kombiniert mit ein bisschen Mystery. Das ist richtig gut. Das erinnert mich so ein bisschen, dieses Mystery erinnert mich so ein bisschen an Red Bull mit. Erinnert mich so ein bisschen an Red Bull, dieses Red Bull-Aroma mit. Also nennt sich ja nicht Red Bull, sondern Energy nennt sich das. Tutti Frutti Energy, glaube ich, heißt das. Bei CBV. Jedenfalls an dieses Red Bull-Aroma mit ein bisschen mit dem Schuss Menthol. Oh, mir muss ich aber aufstoßen, da ist auch die Kohlensäure dran. Hui. Nicht, dass ich hier jetzt noch anfange zu rülpsen. So, Prost.
Also das mag ich. Das finde ich echt lecker. Schönes leckeres Hefeweizen. Ja, dazu müsste ich jetzt natürlich die hier verspeisen. Das mache ich aber nicht. Die gönne ich mir morgen. Ne? Die halte ich in Ehren. Ne? Von Daniel Just. Schönen Gruß nochmal. Also, ja, meine YouTuber, das sind die geilsten. Ne? Das sind wirklich die geilsten. Ja, EU, habe ich noch was vergessen? Oh, EU. Werbung, Werbung. Es könnte sein, dass mein Kanal Geschichte ist. Bald. Weil, ich glaube es eher nicht. Weil mein Kanal nicht kommerziell ist. Also, zum Thema Werbung, also man darf ja E-Zigaretten nicht mehr bewerben. Was ist bewerben? Ich darf jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen, der Typhoon GS wäre super. Ja, kann ich schon. Das ist meine private Meinung. Dadurch, dass ich mein YouTube-Kanal werbefrei ist, habe ich natürlich einen Bonus. Weil die EU ist hinter den Leuten in der Nähe, die damit Geld verdienen wollen. Die Werbung machen und Werbung schalten. Und ganz, ganz viele Dampfkanäle schalten Werbung, haben Werbung. Also die haben ihren YouTube-Channel, haben die mit Werbung zugepflastert. Ne? Und das mache ich ja nicht. Schon mal grundsätzlich nicht. Und ich weiß auch warum. Und die könnten auch schon massiv Probleme kriegen, ne? Von der EU-seitig, weil das wäre dann verboten, was die machen. Also die produzieren ihre Videos ja im Gegensatz zu meinen. Ich produziere meine ja aus Just for Fun und die produzieren ihre Videos, ja, Körner was essen, so ein Scheiß, für Klicks und für Geld. Ne? Jeder Klick bringt Geld in die Kasse. Bei mir, jeder Klick bringt Spaß ins Gehirn. Hoffe ich. Zumindest bei meinen Abonnenten. Ja, und bei anderen Channeln ist es eben halt so, die sind dann kam ich auf den Trichter, oh ja, ich könnte ja 1,50 € verdienen mit meinen Videos, wenn 80 Millionen Leute klicken. Also verwerbe ich meinen Channel. Ja, und ja, das. Also das hat Brüssel also das passt zu Brüssel überhaupt nicht. Also nicht bezüglich auf YouTube, sondern auf Werbung allgemein. Und das wäre dann verboten. Ne? Es könnte auch sein, dass wenn ich sage, der Typhoon GS ist geil, obwohl ich keine Werbung schalte in meinem YouTube-Channel, dass ich da Ärger kriege und dass mein Kanal abgeschaltet wird. Was aber auch nicht unbedingt das Schlimmste wäre. Meine Sachen liegen ja alle gespiegelt noch woanders. Ne? Also meine Videos kann man nicht mehr gucken. Ne? Also da bin ich ja nun nicht auf YouTube angewiesen. Bloß, es wäre natürlich ein bisschen schade für euch. Ne? Das alles andere wäre ein bisschen umständlich. Ne? Aber die Sachen werden ja nicht verloren oder so. Gibt ja noch genug andere Möglichkeiten. Aber die Leute, die einen YouTube-Channel, Tripod, die einen YouTube-Channel haben und so einen Scheiß hier vorstellen, E-Zigaretten und sowas und irgendwelche Reviews machen, ja, die kriegen Probleme, ne? Oder können Probleme kriegen. Ich weiß nicht, wie weit das Ganze noch geht, aber da sollte man vorsichtig sein. Also bei mir ist das nun mal schon mal so, nichts Kommerzielles, ich habe keine Werbung geschaltet, ich stelle die Sachen vor, die ich gut finde, ich sage, wie meine persönliche Meinung dazu und gut ist. Ob ich mich damit nun schon ins Fettnäpfchen, ins EU-Fettnäpfchen setze, ich glaube es eher weniger. Aber wenn ich Werbung schalten würde, ne, vor dem Video oder im Video, also meinen ganzen Kanal durchkommerzialisiere, um Geld damit zu verdienen, ja, dann hätte ich ein Problem, ne? Und dieses Problem haben jetzt auch viele andere YouTuber. Na, das setzen die jetzt erstmal aus. Ne? Aber wenn das nachher losgehen sollte, dann ist das Geschrei groß. Ne? Ei, da bleibt nicht viel übrig. Ne? Da bleibt nur mein Kanal über. Nur meine. Ne? Da müsst ihr alle meine Videos gucken. Müsst ihr. Ich habe gar keine andere Wahl, weil alle anderen Kanäle werden ja dicht. Diese ganzen Geldkarrieren für Neuro, ne? Die sind behackt. Ne? Und dann könnt ihr auch eure ganzen Werbe-Add-on-Blocker deinstallieren. Wer braucht sowas? Kein Mensch. Ne? Ja, der Lester. Ne? Ich meine, das ist eine gute Sache, die EU da entschieden hat. Finde ich geil. Ne? Keine Werbung für E-Zigaretten. Ne? Auf kommerziellen Plattformen. Ne? YouTube kommerziell. Mega kommerziell. Ne? Wenn man da auch noch selbst Werbung schaltet. Ne? Oder schalten lässt, um da mit Geld zu verdienen. Und das ist ja bei ganz vielen YouTubern ist das der einzige Hintergrund. Das machen die machen die Videos ja nicht, weil die Langeweile haben, so wie ich. Einfach hier Feierabend, ein bisschen mit euch Bier trinken. Nee, nee. Die stellen die Sachen vor, weil die Klicks haben wollen. Weil jeder Klick spült Geld in die Kasse. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Ne? Also ich finde es scheiße. Ne? Aber andere finden es okay. Ne? So, hier soll jeder machen, wie er will. Wir werden es erleben. Ne? Das könnte spannend und lustig werden. Ja, noch ein Wort, bevor wir jetzt gleich zu den interessanten Sachen kommen.
Noch ein Wort zu meiner Kamera. Ich mache sie nämlich jetzt aus und an, weil ich gleich die 4 GB erreicht sind. Das merkt ihr gar nicht. Habt ihr nicht gemerkt, ne? Ja, ich habe gerade aus und an gemacht. War schon mit der 24 Minuten am Laufen. Die hätte gleich ausgeschaltet, ne? Hatte ich ja schon mal was so gesagt, ne? Ist ja keine Videokamera, sondern eine Fotokamera. Die da vor mir steht. Ja, also der Perle GS nochmal super. Hab mir einen zweiten davon bestellt, weil das für die hätte ich nicht gemacht, wenn der nicht richtig geil wäre. Ne? Das Ding hat mich voll überzeugt. Ne? Und der macht auch richtig Spaß. Der ist gut, der schmeckt gut. Geil. Der räuchert wie Pest, das Ding. Hat einen astreinen Geschmack, lässt sich leicht befüllen. Also alles das, was der Perle GT im Grunde genommen auch hat, hat er auch bloß in klein. Das ist echt verrückt, das Ding. Das ist echt verrückt. Also das war für mich so die Überraschung. Nach Monaten eine große Überraschung. Eine richtig große Überraschung. Und eine richtig angenehme Überraschung. Und da habe ich gesagt, nee, nee, da bestellst du dir noch einen zweiten. Aber nicht von Fastech, weil der kostet ja immer noch 25 oder 26 Euro, sondern bestellst ihn für 25 Euro, Dollar. Für 25 Dollar minus 10% noch Rabatt beim anderen Online-Shop. Bestellen. Der schneller liefert als Fastech und mindestens genauso gut ist. Aber der Rest, ich habe an dem Shop geguckt, vieles ist auch teurer. Ne? Also so Standardsachen kann man da kaufen. Sowas zum Beispiel hier, gerade mit 10% Rabatt. Und wenn es ganz schnell gehen soll, ist der ist auch flotter als Fastech. Ne? Aber ich werde noch berichten. Ich werde noch berichten, wie lange das gedauert hat. Aber das sind nochmal 10 Tage. Ne? Also Fastech braucht mindestens die doppelte Zeit. Ne? Oder um den Dreh. Ja. Fastech ist langsam. Relativ langsam. Aber wer Zeit hat, für den ist das eigentlich wurscht. Ja, aber so hat man dann immer nochmal eine zweite Alternative, die okay ist und gut ist und empfehlenswert ist. Ist ja auch nicht so das Schlechteste. Kann man auch mal Preise vergleichen. Bestellt man bei Fastech, bestellt man bei denen. Ab 15 Dollar ist ja auch alles versandkostenfrei. Also egal. Fastech hat natürlich eine größere Auswahl. So, laber, laber, blafasel, sülz. Kommen wir zum nächsten Thema. So eine Art Rückblick mache ich jetzt mal. Ihr alle wisst, wie habe ich angefangen? Also, ich habe ja ganz viele Geräte hier. Was heißt ganz viele? Ein paar Geräte habe ich ja hier. Und ich habe auch einige an Verdampfern hier. Und hier, wie zum Beispiel den X9. Von dem ich ja nun... Moment. Nur einige mehr habe, ne? Den Protank-Klons. Das ist ja nun der hier mit Glastank, ne? Ihr wisst ja, das Glasmodell für 3 Euro oder 3,50 oder sowas. Ey, da konnte ich mal Nein sagen. Ne? Das ist noch einer mit Kunststofftank und die anderen sind mit Glastank hier. Und die sind günstiger als der mit Kunststofftank. Ne? Und sind richtig geil. Ne? Sind richtig geil. Protank. Ne? Ihr wisst, Protank finde ich ja super. Den X9 mit dem Kunststofftank finde ich auch super. Na gut, der stinkt jetzt ein bisschen ab, weil... Also da habe ich die... Der ist niedergedampft. Ne? Da passiert nichts mehr. Da müsste ich mal den Verdampferkopf wechseln. Ne? Aber funktioniert nur so ein bisschen. Ne? Guck mal. Ja gut, die große Dampfentwicklung ist das nicht mehr. Aber Dampf noch, schmeckt noch. Aber da muss ich den Verdampferkopf mal rausschmeißen. Ne? Da muss mal gewickelt werden. Ja, diese Sachen hier, die finde ich ja, ihr wisst es, die finde ich ja geil. Auch den RG 500 ist ja die gleiche Fraktion hier. Ne? Kann ich echt empfehlen, ne? Die ganzen Pro-Tanks. Auch den Puri-Tank, den ich mir gekauft habe, kann ich auch empfehlen. Also, ich sag jetzt mal so rückschaumäßig, welche Sachen mir wirklich gut gefallen. Also für diese kleinen Akkuträger. Ich schraube den hier mal ab. Das war, ja, das war der Kon. Das war der Kon für mein, ja, dass ich jetzt nicht durcheinander komme. Also, der ist noch original verpackt, den will ich nicht benutzen. Habe ich hier noch einen? Ja, hier noch einen. Also ihr kennt ja meine, jetzt kommt meine Empfehlung, was ich an Hardware gut finde.
wie fing ich an mit diesen kleinen Dingern hier? Ich hatte ja erst den Twist in ganz klein, 1100 mA, dünner vom Schaft her, dafür 2 cm länger. Und mit so einem MT3 da drauf, das war schon ganz schön langes geschossen. Und da war also so ein Ende hier länger. Und jetzt mit dem 1300 mA, wisst ihr ja, den Spinner, den ich mir geholt habe, von Vision, den Spinner, der ist ja baugleich zu dem hier. Und das ist jetzt der Ego Twist in 13 mA, der baugleich zum Spinner ist, bin ich sehr zufrieden. Von der Größe her, er ist ein bisschen dicker als die dünnen Twist. Er ist regelbar. Und der MT3, beziehungsweise, ich kann ja mal ein MT3S nehmen. Ja, ich glaube ja. Der MT3S, das habe ich ja an, in schwarz, sieht super aus. Na gut, jetzt müsste ich natürlich, also die Farbe ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Jetzt müsste ich eigentlich normalerweise den roten hier nehmen, ne? Den original verpackten MT3S. Ja, passt wie Arsch auf einmal, ne? Wunderbar. Wunderbar. Kann ich echt empfehlen. Diese 1300 mA Akkuträger, die regelbar sind unten von 3,2 bis 4,8 Volt, die sind ein Traum. Sind ein Traum. Kann ich absolut empfehlen. Für unterwegs. Leicht, stürmig. Für einen Urlaub, wenn man mal unterwegs ist, irgendwo, wo man eine Dampfmaschine haben will, die nicht nervt. Und die prima schmeckt. Und gut räuchert auch, ne? Aber die Wicklung, die hier drin ist, die ist auch bald fertig. Also da muss ich auch mal den Verdampferkopf wechseln. Schmeckt super, macht richtig Laune. Und auf diese Dinger hier kann man ja auch mit dem richtigen Cone, warte mal, wo habe ich den? Hier habe ich ja diese die Beauty Cones für den Pro Tank. Da kann man natürlich auch so einen schönen Pro Tank draufschrauben. Moment, muss ich jetzt mal einpacken, wieder. Welchen nehmen wir denn da? Egal, der ausgepackt ist. Nehmen wir mal den hier. Da ist jetzt nichts drin, dann liegt wieder, weil der noch original ist. Den habe ich noch gar nicht benutzt. Das geht auch. Ist natürlich eine Klamotte dann, ne? Seht ihr? Das funktioniert auch wunderbar. Sieht schön aus. Und da passt natürlich auch richtig Liquid rein. Und räuchert auch wie Sau, ne? Also pro Tank auf den geht auch. Und nervt nicht. Also kann man benutzen. Auch vielleicht nur im Urlaub. Ich glaube, ich würde mal auch so einen Pro-Tank mit in den Urlaub nehmen. Neben meinen ganzen MT3s und MT3s. Auch schön. So, also, wir halten mal fest. Also das waren die Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben. Die Pro-Tanks allgemein, also die Nachbauten, die Pro-Tank-Nachbauten. Auch der Original-Pro-Tank, der mir ja kaputt gegangen ist. Aber diese Nachbauten sind auch super, ne? Und vor allem diese Glas-Nachbauten vom Pro-Tank. Echt 1:1, ne? Super. Für 3 Euro umgerechnet. Oder knapp über 3 Euro. Ihr wisst es, wer meine Videos geguckt hat. Also, was mir toll gefällt, sind die MT3s, beziehungsweise MT3s. Das sind ja die neuen, die gibt es ja gar nicht mehr. Die MT3s-Teile, die haben ja oben dieses Klarsichtteil. Unten mit der Base, wo man die Verdampferköpfe wechseln kann. Hier ist ja der Verdampferkopf in der Base integriert. Alte Stand, neuer Stand, die gibt es ja nur noch. Wunderbar. Wunderbar in Kombination mit so einem Akkuträger. Kann ich echt empfehlen. Was mit so einem Akkuträger eben auch gut funktioniert, sind die, wie ich es eben schon gesagt habe, die Pro-Tank-Varianten. Auch meine absolute Empfehlung. Sehr, sehr schön. Funktioniert wunderbar. Ja, das war die Geschichte. Der RG 500, der haut dann natürlich in die gleiche Kerbe. Ist im Prinzip das gleiche Prinzip. So. Also das sind so meine Empfehlungen, was ich sage, pass auf, MT3, MT3S, super, Pro-Tank super. Was mich auch angenehm überrascht hat, war der, den kann ich ja mal hier aufschrauben, war auch die Vivinova. Das ist eine Vivinova-Klon, das ist kein Original. Vivinova. Also die räuchert auch gut los, ne? Und knallt. Für
2 Euro, schieß mich tot, 2,80 Euro, glaube ich, ne? Der war richtig billig, ne? Vivinova, auch cool. Von ganz, wer meine ganz alten Videos kennt, der wird sich noch an die erinnern können, die Burschen. CI4 Plus, den man aufwechseln kann. Im Prinzip das gleiche Prinzip wie bei der Vivinova plus kleiner. Die gleichen Verdampferköpfe, hier auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, von dem würde ich heute nicht mehr empfehlen. Der ist natürlich optisch klein und hübsch. Ich kann ihn mal aufschrauben. Im Vergleich zur Vivinova. Moment, jetzt packe ich die Vivinova ein. Die ist schön. Die hat mich überrascht. Nehme ich den Beautycon hier mal ab. Den Protan Beautycon, den man auch für die Vivinova benutzen kann. Pack mal weg. Und schraube jetzt hier meinen alten. So bin ich ja damals mal gestartet. Ja, die alten YouTube-Hasen unter euch, die werden sich erinnern können. Weil ich damals von dem CI4 Plus war ich echt begeistert, ne? Den fand ich echt gut. Mal gucken. Hat auch noch. Aber würde ich nicht mehr den empfehlen, sondern die Vivinova. Weil die einfach billiger ist. Und passt mehr Liquid rein und ja, da kann man nicht viel falsch machen. Halten wir nochmal fest. Die kleinen Akkuträger, mein Twist 1100, den ich ja damals mal hatte, bin ich komplett weg von. Die 1300er sind einfach besser. Vision Spinner. Oder eben der Ego Twist 1300 ist genau das gleiche Prinzip. Sind identisch. Kann man nicht viel falsch machen. 14 Dollar kostet der, also 10 Euro den Dreh. Hält lange durch, ist top verarbeitet, lässt sich regeln, liegt gut in der Hand. Und da sieht eine Vivinova gut aus mit dem Beautycon. Ohne Beautycon sieht natürlich ein MT3S wie Arsch auf einmal aus, wie dafür gemacht. Ja, ist wahrscheinlich auch dafür gemacht. Oder MT3. Und die Pro-Tanks mit dem Beautycon sind auch super. Die Pro-Tanks finde ich, das ist nochmal eine Steigerung im Vergleich zur MT3S. Das ist so die High-End-Einsteiger-Variante und das ist so die normale Einsteiger-Variante, sage ich mal. Ne? Das ist also schon das edle, die edle Fraktion, ne? Die Pro-Tank-Klone. Weil den Original-Pro-Tank, den würde ich mir heute... Buchschen. Den Original Pro Tank würde ich mir heute nicht mehr kaufen. Das ist einfach zu teuer, das Ding. 14 Euro habe ich damals hier in Deutschland bezahlt. Ja, da kriege ich ja die 4 Stück für. Die sind alle gleich. Mindestens genauso gut, ne? Ja, China, ne? Also, für Einsteiger ist das genau das richtige Set, ne? Also, 10 Euro ein Akkuträger, ein Pro Tank für 3,50 Euro, ein paar Verdampferköpfe, ein Ladegerät für 1,60 Dollar oder sowas und so ein USB-Lader. So ein Joytech-Lader, den man darauf schraubt. Und Attacke, ne? Kann man nicht viel falsch machen. Und das schleppe ich ja nur mit auch in Urlaub, ne? Und bin damit sehr zufrieden, ne? War ich ja im September, Oktober und werde dieses Jahr sicherlich auch wieder zufrieden sein, ne? Ja, das ist also die Einsteigerfraktion, wo ich sage, ja, hat was. Ziemlich geil. Jetzt packe ich mal alles zur Seite. Und dabei bleibe ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die einfach gut sind, die Sachen. Und Sachen, die gut sind, die empfehle ich dann auch. Ne? Akkuträger 1300 mAh, MT3S, macht man nichts falsch. Und wenn man es wirklich vernünftig haben will, vielleicht ein Pro-Tank-Klon für 3,50 Euro oder für 2 Euro Vivinova-Klon. Tut sich nichts, alles gut. Alles wunderbar, alles dampft, alles schmeckt. Einfach in der Bedienung, für Anfänger top geeignet, aber auch für Typen so wie mich. Die harte Fraktion so benutzen, auch super geeignet. Aber da ich ja nun nicht nur die Einsteigersachen dampfen will unterwegs, habe ich ja mich entschieden, den passenden Beautycon noch zu organisieren für einen Dollar und den Typhoon GS als hochwertige Ausgehdampfe für unterwegs, für den Urlaub. Und das macht da also das Ding rockt, ne? Das ist richtig gut.
Richtig geil. Aber das Interessante ist eben an dem GS, der ist nicht nur auf so einem kleinen Akkuträger geil, sondern der ist auch auf der Inokin, auf diesem Riesending hier, der Inokin iTest, ziemlich geil. Macht er auch richtig Spaß, ne? Wie gesagt, den habe ich seit Tagen nur noch im Einsatz, ne? Und den hätte ich hier nicht drauf, wenn der mir nicht unendlich viel Spaß machen würde, ne? Das Ding ist richtig cool, ne? Ja, und der schleudert natürlich noch mehr Rauch raus, Dampf raus, weil der Akkuträger natürlich wesentlich mehr Leistung hat. Weil der hier ist ja, glaube ich, bei 2 sowieso Ampere ist ja nachher am Ende, ne? Da kann man nachher drehen wie ein Irrer von 4,2 auf 4,8 Volt, da passiert nachher nichts mehr, ne? Da ist der einfach an seiner Leistungsgrenze angelangt. Und hier hat man natürlich noch ein bisschen mehr Power, ne? Habe ich ihn jetzt ausgeschaltet? Jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. On. Ja. Drück. Ja. Also, brauche ich jetzt schon brutal los, ne? Auf einen richtigen Akkuträger, ne? Im Vergleich zum Twist, dessen Leistung ja nun auch Grenzen kennt, ne? Bei den kleinen Dingen. Nichtsdestotrotz funktioniert das mit 1,5 oder 1,6 Ohm mit meiner Microcoil-Wicklung genauso. Bloß, wie ihr gerade gesehen habt, der Dampf geht nicht ganz so heftig los. Aber das ist schon brutal im Vergleich zu anderen Sachen. Ne? Also das ist, also heftiger geht nicht. Mehr geht nicht auf so einem Akkuträger. Astrein. Ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht restlos begeistert wäre. So. Dann kennt ihr ja, wie gesagt, meine Epic Storm, mein Arbeitstier Epic Storm. Das Ding hat richtig gelitten. Das ist noch alles Rückschau. Ne? Zum eigentlichen Video kommen wir ja gleich erst. Der muss ja noch was trinken, ne? Also meine Epic Storm, die benutze ich immer noch, aber nicht mehr oft. Ich habe sie nicht in Rente geschickt. Ich kann ja mal auf die Epic Storm, kann ich ja mal den Süßen hier schrauben. Mein GS. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ui, das sieht sogar super aus. Gut, das passt. Hier oben. Kein Übergang. Passt. So. Wie es dampft. Auf der Epic Storm. Mal gucken. Ja, die funktioniert, ne? Funktioniert wunderbar. Aber wie gesagt, die Epic Storm, die ja mal mein Liebling war, ist nicht mehr mein Liebling. Einfach, ja, weil sie schon so verranzt ist, ne? Aber sie funktioniert nach wie vor, ne? Wobei jetzt mit dem GS, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig, ja, so ein bisschen Apollo-mäßig, ne? Na, aber das sieht gut aus. Hat was. Funktioniert. Funktioniert erst rein. Aber die Epic Storm wurde jetzt wirklich abgelöst so ein bisschen. Die habe ich immer noch so als Reserve. Wurde abgelöst von meiner Inokin, von meinem Laserschwert. Inokin iTaste SVD. Das ist also mit einer meiner Lieblingsakkuträger. Der gefällt mir richtig gut, ne? Der sieht geil aus. Alles, was man auf den raufschraubt, sieht auch geil aus. Also, das ist ein Top-Akkuträger. Den hatte ich euch auch mal vorgestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen, also da stinkt dieses Arbeitstier ein bisschen ab, ne? Aber nichtsdestotrotz, die Epic Storm ist immer noch geil, ne? Also, die ist nicht kaputt zu kriegen, ne? Das Ding funktioniert, die ist nicht kaputt zu kriegen. Also, arbeitstiermäßig ist sie gut. Die Inokin iTaste ist auch ein Arbeitstier, ne? Also die habe ich auch nicht geschont. Und die sieht immer noch richtig geil aus, aber was man hier schon bei der Inokin sehen kann, also Inokin an sich sieht noch sehr, sehr geil aus.
in dem Display, ja gut, in dem Display sind jetzt in dem Kunststoff schon ein paar Kratzer drin, so rückschautechnisch. Da sind schon ein paar Kratzer reingekommen und unten, kann man das vielleicht hier irgendwie sehen? Ja, hier kann man das glaube ich ganz gut sehen. Da kommt schon das Copper durch, seht ihr das? An der Batterie, am Batteriedeckel. Seht ihr das? Da schubbert sich schon die Chromschicht so ein bisschen weg. Und darunter ist Kupfer. Der Rest ist ja komplett Edelstahl, aber das Ding ist kein Edelstahl, ist Kupfer. Tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, funktionell und auch optisch. Das Ding sieht immer noch super aus, wundert mich. Also, diese Chromgeschichten sind nicht so mein Ding. Edelstahl ist viel, viel geiler. Liegt super in der Hand, das Teil. Macht Spaß. Inokin, iTaste, SVD. Muss ich sagen, kaufte. Das Ding zum Rumrandalieren. Und weil unkaputtbar. Auch ein schöner Akkuträger. Aber ich benutze ihn nicht mehr so häufig, weil der einfach geiler ist. Gut, der ist eigentlich nicht teurer, weil ich ihn in China bestellt habe. Der war teurer. Also das Ding ist richtig geil. Ne? So. Nun kommen wir zu meiner Rückschau. Nun kommen wir zu meiner Wamo. Die Wamo hier, die hatte ich euch auch mal vorgestellt, die Wamo V5. Nachdem ich sie modifiziert habe, die funktioniert immer noch. Ein cooler Akkuträger. Wird nicht mein Lieblingsakkuträger. Ist auch, also die Wamo operiert mehr so unter Arbeitstier. Das heißt also, wenn die mal nicht mehr ist, will ich die hier einsetzen. Ist okay, aber ob ich mir die wieder kaufen würde, ich weiß es nicht. Aber ich würde sie benutzen, ich habe sie ja jetzt und so schlecht ist sie nicht. Wamo V5. Ihr wisst, ich habe ja nun auch noch den Tesla Akkuträger. Das ist natürlich mein Liebling. Ne? Habe ich einen Akku drin? Ja, habe ich sogar einen Akku drin. Wie geil ist das denn? Ihr kennt ja meinen kleinen süßen Tesla. Ich schraube mal wieder den süßen Kleinen hier auf den Tesla. Und der Tesla, das ist einer meiner Lieblinge. Ne? Weil der einfach geil ist. Ne? Das ist echt ein abgefahrener Akkuträger. Gut, das Einstellen hier oben und also dass die Knöpfe über dem Display sind, ist natürlich ein bisschen kacke. Ne? Also das ist echt ein Designfehler. Ne? Aber die Einstellung macht man nur einmal. Dann macht man die seitlich halt, dass man aufs Display gucken kann. Stellt den ein und dann gibt man Gas. Ne? Der Tesla, der ist richtig cool. Ne? Also, den gibt es übrigens bei Fastex seit 2 Tagen. Den Tesla. Ja. Mal drücken oder 4-mal oder 5-mal. Dann geht er an. Kennt ihr ja. Und das ist mein Handschmeichler. Ne? Weil das ist ein abgefahrenes Design. Ne? Es ist natürlich auch ein brutales System. Ne? Wobei, wenn wir den daneben packen, tut sich nicht viel. Ne? Aber das ist natürlich auch brutal. Das ist was für die ganz Kranken, ne? Dieses Aluminiumteil. Den gibt es bei Fastec für 32 Dollar. Seit 2 Tagen. Also, wenn ihr noch einen schwarzen Tesla haben wollt, kauft den. Also, und so es euch nicht stört, wenn ihr die Einstellung macht, seitlich mit dem Drücken hier, dass ihr seitlich drückt, weil das Display, wie man hier sieht, oder auch nicht, wenn ich jetzt drauf drücke, sieht man es ja. Und hier, seht ihr, durch das Einstellen verdeckt euch das Display. Das heißt also, man muss ihn seitlich einstellen. Aber wie gesagt, die Einstellung macht man nur einmalig und dann guckt man nie wieder aufs Display. Also ich brauche das Display nicht. Ne? Das ist wirklich nur zum Einstellen und dafür reicht das aus, so wie es konstruiert ist. Schöner wären die Knöpfe natürlich unten. Da wird es Sinn machen. Nicht drüber über ein Display, weil man mit dem Daumen das Display verdeckt. Ne? Nichtsdestotrotz, vom Design her ist das natürlich ein Traum, das Ding. Ne? Den mag ich total gerne, ne? Den Tesla. Ne? Also abgefahrenes Gerät, optisch, ne? Und funktionell. Funktioniert, ne? Da macht seine Sache. Variabel Watt, Variabel Volt, hat alles. Super. So, und jetzt mache ich mal aus und wieder an, weil ich gleich schon wieder 24 Minuten voll habe. Zack, da bin ich wieder. Tesla. Also der Tesla ist richtig cool, ne? Und für den habe ich auch damals mal richtig viel Geld bezahlt. Den habe ich ja günstig geschossen für 55 Euro.
Und für weniger als die Hälfte gibt es den jetzt bei Fastech. Also Freunde, wenn ihr noch einen abgedrehten Akkuträger haben wollt und ihr steht auf sowas, sowas Verrücktes hier, so ein Männer-Akkuträger, ne, der super in der Hand liegt, der super funktioniert, für 32 Dollar, kauf den. Echt Kaufempfehlung, ne? Fastech. Ich war auch am Überlegen, mir noch einen zweiten zu holen, ne? Also sag ich, nee, ey, jetzt muss ich nicht übertreiben. Ne? Muss ja auch nicht alles doppelt haben. Ne? Aber der ist echt super. Und mit dem gehe ich auch sehr umsichtig um. Also den benutze ich nur hier. Den trage ich nicht spazieren, wenn der mir runterfällt. Das Aluminium, ne? Wenn der mir runterfällt, dann weine ich. Ne? Weil, Liebling. Na gut, schlafen gehe ich nun nicht mit dem. Aber weit weg bin ich davon auch nicht. Ne? Ey, den finde ich richtig super. Ne? Also den finde ich vom Design her ab zu Porno, wie bei der iTest SVD. Das sind zwei völlig verrückte Akkuträger, ne? Und die beide super funktionieren, ne? Und vor allem für die Kohle, ne? Der war mal richtig teuer, der hat mal 100 Euro gekostet. Oder 80 Euro, 90 Euro. Und für 32 Dollar, das sind 25, 26 Euro. Ja, das ist ein Ausverkauf, ne? Also wer da nicht zuschlägt, ist selbst schuld, ne? Also, wenn man nun die Warmo V5 oder den Tesla wählen soll, die beide gleich teuer sind, ungefähr. Ja. Nee. Ja. Nimm den. Der hat einen verstellbaren Pluspol, das ist alles super an dem Ding. Ne? Hatte ich ja mal ein Video gemacht. So, jetzt bin ich meine Rückschau. Ihr wisst jetzt ungefähr, was ich geil finde. Die von den dünnen Varianten der Twist-Akkuträger oder Spinner bin ich weg. Von den 1100, sondern sie sind ja die dünnen, die so super lang sind. Weil die einfach zu lang sind. Die sind einfach zu lang. Und die waren super zur damaligen Zeit, weil es eben noch nicht den 1300er gab. Aber der 1300, der ist wirklich das Optimum. Ne? Kostet 2 Euro mehr. Aber Leute, überlegt euch das. Vision Spinner oder eben Ego Twist mit 1300 mAh. Sind beide baugleich. Egal welche Variante ihr davon kauft. Der kostet 14 Dollar bei Fastech 10 Euro. Ist ein Kauf. Ne? Ist absolut ein Kauf. Zusammen mit dem MT3 bzw. MT3S. Arsch auf einmal. Passt perfekt zusammen. Man kann mit dem Beauty-Cone zusammen die Pro-Tanks drauf dampfen. Alles wunderbar. Für die harte Fraktion, also für die Selbstwickel-Fraktion, kann ich empfehlen den Perle GS, den Perle GT und den Typhoon Light. Alles drei Sahneverdampfer. Aber es sind natürlich Brummer, ne? Seht ihr? Brummer, Riesenbrummer. Klein und süß. Der Perle GS. Schön. Nicht umsonst habe ich mir einen zweiten bestellt. Und dann kommt zum Schluss dazu, Akkuträgertechnisch, da komme ich nachher, im Hauptteil meines Videos, hat ja noch gar nicht begonnen, das geht aber gleich los, kommen wir zum letzten Verdampfer, der mir auch sehr gut gefällt, ist der Kraken. Dual Coil gewickelt, 0,5 Ohm. Als Mega-Dampfmaschine, ne? Die man direkt auf Lunge ziehen kann, durch die geniale Air Control. Ne? Hammer. Guck dir mal an, was der rausräuchert. Nebelmaschine. Der Kraken ist eine Nebelmaschine. Macht richtig Spaß. Vom Kraken habe ich mir auch zwei bestellt. Weil wenn der kaputt gehen würde, würde ich mich echt ärgern. Ein traumhafter Selbstwickelverdampfer. Aber das ist echt für die Extremfraktion. Wobei Krischer, mein Kumpel in Hamburg, schönen Gruß an dieser Stelle. Moment mal. Ich glaube, ich habe meine Kappe nicht richtig drauf. So. Krishan hat das Ding Single Coil gewickelt und sagte mir, er ist da echt begeistert von. Auch Single Coil. Macht ihm echt Spaß. Ne? Und ich glaube, der zieht ihn auch nicht direkt auf Lunge. Aber Single Coil hatte ich den ja auch gewickelt. Single Coil mag ich den nicht so. Da finde ich wirklich den Kaifun, den Typhoon und den Typhoon GS um Hausnummern besser. Dual Coil gewickelt ist das Ding echt ein Traum. Ne? Ich zeige es euch nochmal.
eine verrücktere Nebelmaschine wie den Kriegen werdet ihr kaum finden. Es gibt ja noch den Aquan, wie sie alle heißen. Marcel R. Die können es auch nicht besser. Und das Ding ist natürlich zu wickeln, easy und funktioniert einwandfrei. Ne? Funktioniert einwandfrei, das Ding. Bin ich echt begeistert vom Kraken. So, was hätte ich noch? Irgendwas, was mir nicht so gefällt? Nee, hätte ich nicht. Jetzt habe ich also die Sachen gezeigt, die ich echt prima finde. Der Puri-Tank, den ich da, den habe ich noch hinten in der Schublade. Der ist natürlich auch super. Ne? Also, da gibt es gar nichts. Der macht auch Spaß. Aber der schlägt ja in die Kerbe vom Pro-Tank. So. Das waren die Geschichte mit den Akkuträgern. Habe ich ein bisschen was zugesagt zu den Pro-Tanks. Upsala. Den packe ich mal hier mit hin. Ja, dann habe ich ja noch, wie gesagt, Akkuträger. Mechanische Akkuträger. Ich hatte ja mal den KTS Plus, den habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt, ihr wisst es ja, den Nemesis als mechanischen Akkuträger, weil der so flexibel ist, weil man alle Akkus ranpacken kann, mit Kick, ohne Kick, wegen der Kickhülse, und habe dafür 5,50 € noch jeweils 12 Watt Kicks mit in meinen mitbestellt. Den dampfe ich jetzt ohne Kick, also den dampfe ich wirklich pur, den Kraken. Aber alles andere kann man natürlich auch geregelt über den Kick sowas dampfen. Sowas dampfen, das sieht auch sehr geil aus auf dem Nemesis. Auf dem Nemesis sieht jeder Selbstwiegeverdampfer einfach edel aus. Weil der Nemesis ist echt die eierlegende Wollmilchsau. So man dieses Popo-Taster-Prinzip mag. Vom Nemesis habe ich drei Stück jetzt. So, nun kommen wir langsam zum Hauptthema dieses Videos. Schnatter, schnatter. Vom Nemesis habe ich drei Stück und ich habe nicht umsonst drei Stück vom Nemesis. Das ist ein traumhafter Akkuträger. Mechanischer Akkuträger, der über die Kickhülse zu einem Regelbahn-Akkuträger wird. Flexibler geht es kaum, er ist top verarbeitet. Also mein absoluter Favorit. Wie gesagt, drei Stück. Man kann ungeregelt dampfen, so wie hier, den kriegen. Man kann mit der Kickhülse und einem Kick für 5,50 € geregelt dampfen, wie zum Beispiel hier. Man muss bloß mit diesem Popo-Taster klarkommen. Wenn man damit klarkommt, hat man einen traumhaften Akkuträger, der sonst in Griechenland 149 € kostet. Zum Bruchteil des Preises. Für den habe ich bezahlt. Für den hier. Jetzt muss ich mal gucken. 21,38 € für den Nemesis. 21,38 €. Es geht aber auch billiger für die Hälfte. Komme ich gleich zu. Und erstaunlich, erstaunlich. Ihr dürft gespannt sein. So, jetzt packe ich mal meinen ganzen Krempel hier mal ein bisschen weg. Meine Epic Storm, meine Geliebte. Aus. Und jetzt kommen wir zu den News sozusagen. Zum eigentlichen Thema. Zum Nemesis. Und zum Kaifun. Mich hat nämlich Folgendes erreicht diese Woche. Ein bisschen zerdengelt. Und zwar der dritte Nemesis hat mich erreicht. Wie der ist, werde ich gleich vorstellen. Ihr kennt ja noch aus dem letzten Video, aus dem vorletzten Video, habe ich euch ja den Nemesis Two-Tone vorgestellt, wo ich sagte, unten, da habe ich mit Neodym-Magneten die eine Feder ausgebaut. Bisschen gefettet, die ganze Geschichte. Und nun ist er gut. Hier ist die Feder übrigens, die ich ausgebaut habe. Nun ist er gut. Das ist der Two-Tone. Den liege ich schon mal bereit. Dann habe ich ja meinen normalen Nemesis, den teuren Nemesis, von dem ich absolut begeistert bin. Hier sind immer noch. Der ist so super. Der entspricht ja dem Original mit zwei Federn und einem Popo-Taster. War aber auch teuer. Ne? Muss ich nochmal auf meinen Zettel gucken. Entschuldigt bitte. Nemesis Original habe ich bezahlt 29 $, 21,38 €. Der Nemesis hier. Der entspricht wirklich dem Original. Das ist ein top mechanischer Akkuträger. Der Two-Tone, habe ich ja im vorletzten Video was zu gesagt, ist
auch okay. Für den hatte ich bezahlt. Jetzt muss ich mal gucken. 18,88 € um den Dreh. 18, 19 €. Ist ja zweifarbig, die zweifarbige Variante mit den Goldapplikationen. Und für den, den ich jetzt bekommen habe, habe ich bezahlt, Zettel, Zettel, 13,60 €. Das ist ein Nemesis für 13,60 €. Und vorab. Also der kommt nicht ganz an den ganz teuren ersten ran. Aber verdicht. Verdammt dicht. Verdammt dicht. Ich werde die gleich nochmal nebeneinander legen. Und auch noch was zu dem sagen, den ich da bekommen habe. Für 13,60 € ist das echt ein Blindkauf vorab. So. Hammer. Hammer. Hat aber auch nur eine Feder in Popotasse. Da haben sie nämlich gespart. Aber ansonsten. Ein Sahnegerät. Ein Sahne. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ich kriege echt einen Hausatz. Ne? Und das Ding ist richtig scheiße verarbeitet. Von allen Nemesis-Modellen habe ich ausprobiert. Lassen sich alle Hüllen, alle Beauty-Ringe, die Pogo-Taste, das lässt sich alles untereinander tauschen. Die sind alle identisch. Die sind technisch alle identisch. Die Preise unterscheiden sich nur. Und die Verarbeitung. Beim ersten Nemesis, der so teuer war, ist die Verarbeitung top, der Popo-Taster ist top und geklont ist der wie das Original. Der ist genauso geklont wie das Original. Also, der entspricht dem Original. Selbst die doppelten Federn da drin, die zwei Federn, die hier drin sind, entsprechen dem Original. Ein Traum. Traum. Aber auch teuer, ne? Darf man nicht vergessen. Original 21, dafür habe ich bezahlt, 21,38 € für den Nemesis. Der so traumhaft ist. Für den Mixton 18,88 €. Schick, schick, schick. Aber man muss den Popotaster ein bisschen modifizieren. Und für den für 13,60 €. Sag ich gleich was zu. Dazu schwenke ich dann noch gleich runter. Kommt gleich als nächstes. Und dann habe ich noch bekommen. Da dachte ich, jetzt fährst du mal wirklich die Low-Cost-Schiene. Habe ich mir, muss ich auch mal einen Zettel gucken, für 10,58 € umgerechnet. Für 10,58 € habe ich da das bestellt. Dann habe ich die Tüte kaputt gemacht, Idiot. Kann ich auch wegschmeißen, ne? Oh, eine Perle. Für 10 Euro. Jetzt mache ich mal hier den. Mein Schwanz des Longes ab. Und den hier mache ich auch ab, damit du es besser vergleichen kannst. Ihr seht's, Kaifun, der Kaifun Light, der es mir mittlerweile auch angetan hat. Microcoil gewickelt. Biowatte. Der Kaifun Light versus Kaifun Light in der Super-Spar-Version für 10, Moment, ja, für 10,58 €. Den stelle ich auch gleich vor. Der bietet auch ein paar Überraschungen. Das sieht man, da weiß man auch, warum der 10,58 €. Erstmal ist er schwer wie Sau. Und ja, also der ist schwerer als der. Und das hat einen Grund. Und das zeige ich nachher. Finde ich aber persönlich nicht so schlimm. Jetzt schwinge ich gleich mal runter und dann fangen wir erstmal an mit dem Kaifun Light. Wie ist der aufgebaut? Was hat der so? Was kann der? Und den werden wir dann auch wickeln. Und dann werde ich den mal vergleichen mit dem Kaifun Light, für den ich ja bezahlt habe. Also für den habe ich mehr bezahlt. Für den habe ich fast 20 € bezahlt. Für den Burschen hier, ne? Aber mit Reserve-O-Ring, das volle Programm, ne? Wisst ihr, hab ich euch ja gezeigt. Tüte mit Reserve-O-Ring und da ist ja alles dabei, ne? Da hat noch eine Air-Control hier seitlich, die ich aber offen laufen lasse. Also das Ding ist echt. Den benutze ich viel, ne? Der ist echt gut, der ist echt gut. Der macht echt Spaß, ne? Also, der rockt die Hütte, ne? Ich kann den hier mal raufschrauben. Auf meine SVD. Und der sieht auch geil aus, ne? Der sieht auch auf allen Akkuträgern geil aus. Deswegen habe ich mir auch einen zweiten bestellt, aber weil der auch so billig war, ne? Da dachte ich, guck doch mal, was ein 20-Euro-Modell oder was ein 10-Euro-Modell bieten kann. Inwiefern ein 10-Euro-Modell vergleichbar ist mit einem Modell, mit einem Klon, der das Doppelte gekostet hat, um die 20 €. Aber selbst für 20 € ist das Ding natürlich noch ein Schnäpper, ne? Ja, räuchert wie Teufel das Ding, ne? Der macht richtig Spaß, ne? Geiles Ding.
Kai von Leitner. Interessant war nun für mich, weil ich den halt gut finde. Wie ist der Kai von Leitner sozusagen? Wie ist der für 10 Euro? Was kann der nicht? Im Vergleich zum 20-Euro-Klon. So, nun schwenke ich mal runter. Pack ich das mal weg. Nun schwenke ich mal runter, trinke noch mal ein bisschen Bier. Und stelle euch den Kaifun Light vor und die Nemesis Akkuträger. Und sagt da noch mal was zu. Und dann werden wir den Kaifun Light, den würden wir dann zusammen wickeln und mal andampfen. Ja, bin mal gespannt. Aber da braucht ihr keine Panik haben. Wenn ich den live wickel, werde ich in dem Video immer im Schnittprogramm mit doppelter Geschwindigkeit das ab. Das sage ich auch nicht so. Den wickel ich schnell. Dadurch, dass es dann doppelt so schnell oder dreimal so schnell läuft, muss ich gucken, wie ich das mache, dass es nicht zu groß wird. Schnell hier Microcoil wickeln. Und das filme ich dann eben, wie gesagt. Und dann geht das eben so Mickey Maus-mäßig schnell voran sozusagen. Hau ich wahrscheinlich ein bisschen Musik unter. Und ja. Beim Befüllen mache ich wieder Normalgeschwindigkeit und sage auch was dazu. Und dann wollen wir den mal dampfen, um zu vergleichen, wie ist ein Kaifun Light für 10,30 Euro, ne? Ne, Entschuldigung. Muss ich mal gucken hier. 10,58 Euro. Was bietet ein Kaifun Light für 10,58 Euro, ne? Im ersten Moment dachte ich auch, ja, wer weiß, was hier ankommt, ne? Aber ich war wirklich überrascht. Na gut, ein paar Sachen, da sieht man, dass er billig gearbeitet ist. Das zeige ich euch gleich im Detail. Aber für 10,58 Euro ist das ein Blindkauf, ne? Ganz klare Geschichte. Das ist ein Taifun-Klon. Für 10 Euro, ne? Für 10 Euro. Hammer. Hammer. Ob der natürlich gut dampft, das werden wir gleich sehen, ne? Aber wenn er gut dampft, ist das natürlich ein Schnäpper, ne? Kaifun 10 Euro versus mein Kaifun für 20 Euro. Und der für 20 Euro ist schon super, ne? Also bin ich sehr zufrieden mit. Die Verarbeitung ist top. Das Ding funktioniert top. Also kann ich nichts Negatives sagen. Aber für die Hälfte wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt, ne? Und ihr wisst ja, mein Kanal ist ja berühmt für Geld sparen, ne? Billige Sachen. Billig muss nicht scheiße sein. Ich sag nur 13 Euro, ne? Nemesis für 13 Euro. Entschuldigung, 13,60. Da wollen wir nun die 60 Cent nicht unterschlagen. Aber 13,60 € für Nemesis ist ein Schnäpper, ne? Wenn der gut verarbeitet ist. Und das zeige ich euch jetzt. Jetzt schwenken wir runter. Bis gleich. Schwenken. Schwenken. So, meine lieben Freunde. Hier ist mein erster Nemesis. Das war der Nemesis. Jetzt muss ich mal gucken hier. Das Original für 21,38 €. Der hier. Super verarbeitet. Kann man nicht motzen. Gehen wir dich daran. So. Super verarbeitet. Kann man nicht motzen. 21,38 Euro. Dann kam ja mein Mixton Nemesis. Den hatte ich am vorletzten Video vorgestellt. Der kostet 18,88 Euro. Also 2-3 Euro günstiger war der. Finde ich interessant. Alle Teile sind untereinander austauschbar. Hier habe ich die Kanike-Külse jetzt drauf. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Und alle Teile sind austauschbar. Dafür habe ich hier, glaube ich, den Kick drin. Ne? Muss ich mal gucken. Ja, hier ist der Kick drin. Seht ihr? Alles wunderbar. Nach der Modifikation mit dem Neodym-Magneten und dem Entfernen der Feder, die hier drin war, die hier unten drin war, war alles gut. Und das ist jetzt der Nemesis, den ich bestellt habe für 13,60 Euro umgerechnet. Also, guckt euch den an. Vom Finish, man sieht hier in dieser Hülse hier vorne, sieht man wahrscheinlich nicht richtig, ich gehe mal dichter ran. So. Ja, jetzt kann man es ganz gut sehen, hier vorne. Das Finish ist nicht, hier ist es gut, aber man sieht es hier, es ist ungleichmäßig geschliffen, die Oberfläche. Hier sieht man es auch besonders gut. Das betrifft aber auch nur diesen Hülsenpart. Diese Hülse hier oben ist perfekt geschliffen und diese Hülse ist auch perfekt geschliffen vom Finish. Aber die untere Hülse ist nicht so schön gelungen. Wenn ich noch dichter rangehe, kann man das vielleicht noch besser sehen. Ich versuche nochmal zu fokussieren. Das Licht ein bisschen anders auszurichten, vielleicht so.
Ansonsten absolut einwandfrei. Auch die Ringe absolut einwandfrei. Der Lauf funktioniert. Gehen wir weiter raus hier. So. Absolut einwandfrei. Alle Ringe, alle Gewinde laufen flüssig. Nur das Finish finde ich auf dieser untersten Hülse. Hier sind auch noch zwei, drei kleine Macken. Wie Stoßmacken sieht das aus? Finde ich aber nicht tragisch. Man muss immer den Preis zugrunde legen. Für 13 Euro kann man einfach nicht mehr erwarten. Das Original kostet, der Original Nemesis, der kostet 149 Euro. Und das ganze Teil hier 1 zu 1 geklont, nur noch 13 Euro. Also fand ich schon erstaunlich gut. Was zum Beispiel auch sehr gut geworden ist, ich mache das mal ein bisschen sauber. Schaut euch mal den Popotaster an. Im Vergleich zum Popotaster, den ich ja das letzte Mal bemängelt habe, bei dem hier, dem Two-Tone Popotaster, ja, wesentlich besser poliert und er hat zum Beispiel in der Mitte nicht diese Drehmacke. Die gibt es hier gar nicht. Also wesentlich besser verarbeitet der Popotaster in sich das Spiel, was er hat. Er hat kein Spiel. Das bedeutete für mich keinerlei Handlungsbedarf. Der Popo-Taster, auch mit der Feder, läuft einwandfrei. Und ich baue das jetzt alles mal wieder zusammen. Ich schraube das Ganze mal wieder zusammen. Das einzige Problem, was er eben hatte, war, er war im ersten Moment hakelig, weil ein bisschen Fett gefehlt hat. Da habe ich auch wieder Silikonfett genommen. Und die Buchse, wo der Taster drin läuft, habe ich mit Silikonfett beaufschlagt, ganz wenig. Ihr merkt, die Gewinde laufen alle super. Das Finish ist super. Alle Rohre und alle Teile lassen sich unter allen drei, habe ich ausprobiert, gegeneinander tauschen. Alles identisch. Alles identisch verarbeitet. Das ist natürlich super, ne? So. Und der eben, wie gesagt, hat in dem unteren Bereich, wie man sieht, eine schlechtere Verarbeitung, ein schlechteres Finish, was aber auch nicht übel ist, ne? Wenn ich jetzt dichter rangehe, seht ihr das nochmal. Ist den Preis mehr als wert, ne? Aber man sieht es hier halt, ja, man sieht es hier so ein bisschen. Also, hier sieht man noch zwei kleine Macken sind noch drin. Hier kann man es auch nochmal sehen. Im Vergleich zu dieser Hülse, die einwandfrei ist, und dieser Hülse, die auch einwandfrei ist. Na gut, jetzt sind natürlich Tapser drauf und Schmiere von mir. Aber wenn ich jetzt hier so rüber gehe, seht ihr, einwandfreies Finish, einwandfreies Finish. Und hier so gewabbelt, keine Ahnung, schlecht abgezogen. Aber das ist nur ein Edelstahl, das kann man nacharbeiten, wer es mag. Der nimmt sich halt eben so eine Scheibe, so eine Wabbelscheibe und wabbelt die Geschichte nochmal nach. Übrigens nach Wabbeln, das habe ich hier mit meinem Kaifun Light auch gemacht. Deswegen glänzt auch so. Den habe ich nochmal nachgearbeitet. Kann man es vielleicht ein bisschen sehen. Na gut, es ist natürlich Vertapser drauf, ne? Aber den habe ich komplett überpoliert. Den habe ich nochmal ein bisschen schicker gemacht. So. Egal. Also das ist der einzige Nachteil, dass das Finish in der unteren Hülse nicht ganz so perfekt ist. Und ansonsten ist der Akkuträger an sich, ich habe die Feder auch drin gelassen. Das Ding hat kaum Spiel, also minimal, wie man sieht. Der lässt sich wunderbar drücken. Deswegen habe ich da nichts weiter verändert. Ich habe nur noch mal Silikonfett reingehauen in den Popotaster. Ich zeige es noch mal. Dem auseinander. Wie gesagt, das ganze System kostet 13 Euro. 13,60 € so. Ich beweise es euch. Wo ist der kleine? Ach, da drin. Hier ist die Feder drin. Was ich gemacht habe, ist hier
habe ich Silikonfett aufgebracht. Hier innen drin habe ich ein bisschen, Silikonfett eingebracht in die Buchse. Das flutschte nicht so schön, aber jetzt mit ein bisschen Silikonfett flutscht es wunderbar. So, und jetzt baue ich das wieder zusammen. Dann kommt erst die Feder rein. Die lasse ich auch drin. Die Feder, weil es einwandfrei funktioniert. Dann kommt hier der Ring rauf. Dann muss ich das hier ein bisschen hindrehen, weil hier nachher die Verstiftung reinkommt. Ganz wichtig. So, jetzt kommt wieder ein bisschen der schwierige Part. Ja, das ist alles live bei mir. Genau, Verstiftung rein. Der Silbertaster ist auch Silber. Zwecks guter Kontaktierung. Der kommt hier rein. Den ziehe ich jetzt fest. Der darf sich ja nicht lösen. Und schon haben wir unseren Taster wieder montiert mit der Originalfeder. Die lasse ich da einfach drin. Die funktioniert nämlich wunderbar. Hakelt nichts, gar nichts. So, dann schraube ich das hier wieder rauf. Die Gewinde laufen alle butterweich. Ich muss ganz ehrlich sagen, schaut euch das an. Alles bestens. Es hakelt nichts. Funktioniert alles gut. Also in Anbetracht des Preises und hier die Verriegelung funktioniert natürlich auch klar. Warte mal. Seht ihr, geht nicht. Entriegeln. Funktioniert. In Anbetracht des Preises für 13,60 Euro ist das echt ein Kauftipp. So wäre ja nachher. Oder eher so, ne? Im praktischen Betrieb. Für 13,60 Euro bekommt man das hier, würde ich empfehlen. Einwandfrei gearbeitet. Die Taster sind auch alle Silber. Im Grunde genommen ist der identisch gearbeitet wie der Two-Ton für Nemesis Mix-Ton für 19 Euro. Das ist denn 13,60 Euro zu 19 Euro. Und das ist nochmal 2 Euro mehr. Ja, die Geschichte hier ist natürlich. Die Geschichte hier ist natürlich perfekt. Jetzt habe ich den hier liegen. Jetzt suppt er hier ein bisschen. So. So. Also die Geschichte hier ist natürlich perfekt. Ne? Das war mein erster Nemesis, der richtig teuer war für 21,38 Euro. Absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung. Also einwandfrei. Einwandfrei. Einwandfrei geht es nicht mehr. Allerdings, was muss ich jetzt dazu sagen? Diese Mixed Edition, hier ist auch wieder ein bisschen schmieriges hier rumgeschmiert. Die Mixed Edition ist auch schick, die ist echt hübsch. Feine Akkuträger, feine Akkuträger. Für 19 Euro. 3 Euro günstiger. 13,60 Euro, das ist natürlich richtig eine Hausnummer, ist dieser Nemesis einwandfrei. Einwandfrei, die Gravuren sind super, kann man echt nicht pöbeln. Hier ist auch alles gut. Auf der Unterseite, ich mache mal sauber. Seht ihr? Keine Drehmacken in der Mitte. Einwandfrei. Gravuren einwandfrei. Mit Seriennummer. Und von hier, der ganze Bereich bis hier ist gut. Und ab hier schlecht, schlecht abgezogen. Hier hat er zwei kleine Macken. Kann man das ganz gut sehen, hier vorne und hier. Seht ihr das? Aber hier kann man es ganz besonders gut sehen, dass es schlecht poliert wurde. Oder schlecht abgezogen wurde. Oder schlechter. Wirklich schlecht ist es auch nicht. Das ist wieder Jammern auf hohem Niveau, was ich hier mache. Also, der Akkuträger 13,60 Euro bekommt meinen Daumen nach oben.
Kann ich echt empfehlen. Kann ich echt empfehlen. Wer Nemesis hat und noch einen billigen zweiten Nemesis haben will, auch vielleicht als Ersatzteilträger, falls man mal irgendwelche Ersatzteile braucht, weil das alles untereinander tauschbar ist und wechselbar, dass man alles untereinander hin und her changen kann, ist das natürlich eine super Geschichte. Auch als reiner Ersatzteilträger ist der natürlich geeignet. Ne? Aber das ist ein kompletter 1 zu 1 wie der hier. Identisch gebaut. Ne? Die Verarbeitung ist bloß nicht so schön. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten passt rein. Könnt ihr kaufen. Meine Empfehlung habt ihr dafür. Ich hatte nicht erwartet, dass man so viel für so wenig Geld bekommt. Das war der Nemesis für 13,60 Euro. Nun kommen wir zum Überraschungsei, dem Kaifun für 10,58 Euro. Der Kaifun für 10,58 Euro wird nur so geliefert. Keine Ersatzteile, keine Dichtringe, Dichtring-Sets dabei. Er hat im Gegensatz zu diesem Kaifun Light, wie man hier sieht, gibt es hier keine Gravur, hat er noch die Sovesto-Gravur. Schaut euch das an. Seht ihr das? Das ist natürlich frech geklont. Hier unten die Schraube, die Befüllschraube, um den Tank aufzufüllen. Vom Finish her kann man das irgendwie, warte mal, lass mal gucken hier, wie ich das Licht irgendwie anders mache. Ich gehe mal dichter ran, dann seht ihr es vielleicht besser. Ja, da kann man es ein bisschen erkennen. Die Gravur ist drauf. Hier ist nochmal die Gravur drauf. Was er natürlich nicht hat, vergleichen wir den mal mit dem anderen Light-Modell. Da habe ich natürlich das Original-Triptyp gegen mein Schwanz des Longes gewechselt, aber das spielt keine Rolle. Hier bei dem für 20 Euro, oder wie teuer war der? Ja, 20 Euro knapp, 19,60 Euro. Bei dem hier haben wir ja die Air Control, also die Luftzug, das Luftzugloch, das ist ja hier bei dem für 10 Euro genauso. Und zusätzlich haben wir noch eine Air Control, die man noch einstellen kann. Geh nochmal dichter ran. So, die man hier nochmal einstellen kann. Das hat der für 10 Euro natürlich nicht. Der hat wirklich nur sein Luftzugloch und dann war's das. So, und dieses Luftzugloch, was der hier hat, lässt sich noch über diese Air Control verändern. Aber den lasse ich auch grundsätzlich offen laufen, das reicht vollkommen aus. Vom Zugwiderstand ist das mit dem jetzt eigentlich identisch. Das habe ich schon ausprobiert. Von den Größen her, von der Größe her, ist, man sieht es schon, die Top Cap ein bisschen höher. Das Gewicht des gesamten 10 Euro Kaifun Light ist wesentlich höher als bei dem hier. Und warum das so ist, das werden wir gleich sehen, wenn ich ihn zerlege. Aber im Grunde genommen, er ist ein bisschen größer. Aber im Grunde genommen sind die Modelle quasi identisch, wenn wir genau hingucken. Seht ihr das? Kann ich jetzt auch hier rüber packen. Er ist ein bisschen größer. Die Base, würde ich sagen, ist identisch. Die Tanksektion kommt mir auch ein bisschen größer vor, hier im oberen Bereich. Und die Topcap ist ein bisschen breiter, wie man sieht, wenn man das mal vergleicht mit dem hier. Aber ansonsten ziemlich identisch. So, nun zerlegen wir den mal. Das war der für 20 Euro. Das ist der für 3. Ne, Moment. Das ist der für 10,58 Euro. So, was bekommen wir für 10,58 Euro? Ist ja noch nicht viel Geld. Erstmal ein gutes Drip-Tipp. Zack. Ein Drip-Tipp. Dann haben wir die Top-Cap. Die schraube ich mal ab. Die Gewinde laufen gut. Erstaunlich. Die Topcap, sondern jetzt drehe ich sie um. Und jetzt sehen wir schon den ersten Unterschied. Ich zerschraube jetzt nicht oder zerlege jetzt nicht mein 20-Euro-Modell hier, das hier. Hier ist es wirklich so, diese Topcap ist von innen ausgedreht. Das hier ist Vollmaterial. Entsprechend schwer ist die natürlich auch. Und das erklärt auch, warum die Cap ein bisschen größer ist. Also, wo die hier innen drin komplett ausgedreht ist, haben die hier gar nichts gemacht. Haben sie es einfach nur plan gedreht. Und hier Gewinde rauf ohne Dichtung. So.
Dann haben wir den Tank. Den zerlege ich mal nicht komplett, sondern ich schraube den Tank nur ab. Und da haben wir gleich gemerkt, wie schnell der Tank runter ist. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Wenn wir in den Tank reingucken, sehen wir hier ein ziemlich, also bevor das Gewinde überhaupt anfängt, hier vorne ist ja das Gewinde, sehen wir hier einen ziemlichen Absatz. Das gleiche haben wir auch auf der Oberseite. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Topcap nehme und drücke die hier rauf, dann hat man schon fast das Gefühl, der ist geschlossen. Dann drehe ich. Dann habe ich vielleicht zwei Gewindegänge zum Schließen. Das ist beim Original auch was anderes. Beim Original ist das wirklich so, dass die Gewinde sofort greifen und man wesentlich mehr drehen muss. Also sprich, das ganze Ding ist auch mechanisch wahrscheinlich stabiler. Die Topcap hängt hier oben wirklich nur an zwei Gewindegängen. Finde ich erstmal persönlich nicht als riesen Nachteil. Aber die Qualität ist doch eine andere. Ne? Nichtsdestotrotz funktioniert es. Ist so. Ob er nachher sifft, werden wir sehen. Ich will ihn nachher noch in Betrieb nehmen. Ja, hier. Vollmaterial. Chinesen halt. Das sind die Härtesten. Ne? Haben sie einfach so gelassen. Fertig sind sie mit dem Ding. Ach, da drehen wir nichts aus. Gewicht scheißegal. Dann ist es eben ein bisschen schwerer. So. Tank lässt sich aufschrauben. Passt. China-Männer, ne? Das gleiche ist natürlich auch auf der anderen Seite. Hier sieht man auch diesen Absatz. Wenn ich jetzt... Hier ist eine 2,2 Ohm Wicklung auf dem... Achso, so weit sind wir ja noch gar nicht. Moment. Wenn ich jetzt den Tank... Wenn ich jetzt den Tank... Wo ist das Logo? Hier. Hier aufschrauben will. Haben wir genau das gleiche Problem. Seht ihr? Da hat man schon das Gefühl, wenn ich den Tank aufschraube, dann dachte ich, sind die Gewinde kaputt? Nein, nein. Das geht erst so spät los mit den Gewinden. Mit dem Gewindegang. Jetzt hat er ihn erst. Ja, jetzt hat er ihn erst. Und dann drehe ich und drehe ich und drehe ich. Das ist eine knappe Umdrehung. Und dann ist er fest. Also, der hängt wirklich nur auf einem Gewindegang im Grunde genommen. Guckt euch das an. Der hängt nur auf einem Gewindegang. Was ja okay ist. Hat ja nichts zu halten im Grunde genommen. Aber wenn der doof runterfällt, kann ich mir schon vorstellen, dass das Gewinde in den Arsch ist. Ne? Also perfekt ist anders. Ne? Nichtsdestotrotz ist die Verarbeitung aber okay. Es funktioniert. Und hier ist es genau das gleiche, was ich ja vorhin schon gezeigt habe. Wie viele Gewindegänge haben wir hier? Jetzt hat er ihn. Ja, hier ist es ein bisschen mehr zu drehen. Ja, hier sind zwei Umdrehungen. Aber das hier ist natürlich ein Witz. Ne? Seht ihr? Wenn ich ihn jetzt schon so raufstecke, ist er schon fast gefühlt dicht. So. Hat man eine knappe Umdrehung oder eineinhalb Umdrehung und ist er zu. Wie langzeitstabil das natürlich ist, ich weiß nicht. Egal. Aber das Ding kostet, wie gesagt, nur... Moment, muss ich jetzt keinen Scheiß wieder erzählen. 10,58 €. Ja, dann haben wir natürlich noch unsere Kammer, unsere Verdampferkammer mit der Verdampferkammerhülse. Kennen wir. Die Verdampferkammer selbst. Hier, die Hülse für die Verdampferkammer. Und dann haben wir hier eine Wicklung drauf. Die hat 2,2 Ohm. So, und die reiße ich jetzt mal runter. So, der Schraubendreher passt. Der passt natürlich nicht. Muss ich einen feineren Schraubendreher holen? Habe ich einen hier liegen? Nein, habe ich nicht. Ich mache mal kurz aus und wieder an gleich. Haltet durch. So, da bin ich wieder. Also diese 2,2 Ohm Wicklung, die reiße ich immer runter. Den China Plünn. Tausendmal rumgedrallert hier um die Schrauben. So. Zack. Die schmeiße ich weg. Halte ich nicht so viel von. So, und da haben wir jetzt unsere Base. Die gucken wir uns mal wieder genauer an. Die sieht wieder relativ anständig verarbeitet aus. Die Schrauben sind natürlich jetzt auch nicht weit draußen. So weit draußen brauchen die gar nicht sein. So. Ich gucke auch ein bisschen weiter rein. Weil wir wollen ihn ja auch nachher gleich wickeln. Und wir sehen hier, also die Base ist okay. Kann man nicht motzen. Sollte funktionieren.
Und nun beschließe ich mal, das Teil Microcoil zu wickeln. Nehme ich auch mal einen Wickelsockel. Und dann werden wir mal wickeln. Bevor wir wickeln, nehme ich noch mal einen Schluck Bier. So, nehmen wir wieder so ein Stück 028er Kantal. Tüdeln kann. So. Dann haben wir hier unser Kantaldraht. Den werden wir wieder genauso wickeln wie den GS. Mit 028er Kantaldraht. Dieses Brennen, dieses Abbrennen hier von dem Kantal, wisst ihr ja mittlerweile, das mache ich, damit der Draht die Spannung verliert, damit er sich leichter wickeln lässt und formstabiler ist. So. Und ich piepse jetzt auch noch der Papst hier. Einmal durchbrennen hier die Geschichte. Fertig. Zack. Und nun wickeln wir mal drauf los. Dann nehme ich den jetzt irgendwie, das interessiert mich überhaupt nicht, nehme ich den jetzt irgendwie und wickel mal. Möglichst eng. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, was? Machen wir mal 10. Irgendwie so. Den nehme ich mal wieder runter. Wie machen wir das? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das dann nachher mache. Das lasse ich so. Gut. Ja, jetzt haben wir natürlich unser Wickelpaket, so wie wir es kennen. Nun müsste ich eigentlich eine Pinzette holen. Die habe ich natürlich nicht hier. Hole ich mal schnell. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, jetzt habe ich die Pinzette geholt. Und nun schnappe ich mir mein Wickelpaket, meine Microcoil, die ja noch keine Microcoil ist. Seht ihr das? So sieht die jetzt aus. Nicht schön. Mal gucken hier. Das nachher mache, wie ich die nachher hier verbinde. Ich gucke mir das jetzt schon mal an. Ich könnte die nachher darum wickeln und darum wickeln. Das heißt also so irgendwie, ne? So, so. Ja, das lassen wir einfach mal so. Einfach mal rumexperimentieren hier, ne? So, was soll das, ne? So, jetzt nehme ich hier mal mein Paket. Und das fixiere ich ja jetzt in meiner Pinzette. So. Und dann brenne ich das mal an hier. Bringe das mal zum Glühen. So. Und dann sollte das so auch in der Position bleiben. Tut es auch. Wie ihr seht. Seht ihr das? Das ist meine Microcoil. So, dann nehme ich jetzt wieder meine Wickelhilfe, also mein Schraubendreher, und werde jetzt versuchen,
Jetzt mache ich das schon wieder alles live, ne? Vielleicht überspringe ich das nachher alles. Mal gucken. Ich würde mal schauen, wie ich das jetzt hier am besten adaptiere. Ja, so. Einmal so. Zack. Einmal hier so rum. Und das schraube ich jetzt fest. So Gott will, sollte das auch gehen. Ja. Und schraub das, zieh das hier rum und schraub das auch fest. So. Und zieh mal die, richte das ein bisschen aus. Zieh die mal raus und gucken wir das mal an. Ne, das war noch nichts, der ist zu tief. Könnt ihr sehen hier, seht ihr, liegt ja auf dem Luftloch auf. Das wollen wir natürlich nicht. Dann kann man gerne ein bisschen höher. Ja. Schon besser. Seht ihr das? Persönlich, ja, kann man so lassen. Mal gucken, dass ich das noch ein bisschen besser ausrichte hier über dem Luftloch. So. Ja, so kann, so würde ich schon lassen. Dazu müsste ich jetzt erstmal hier abknaddeln. Nein, scheiße. Oh, hat sich gelöst, kacke. Ah, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem hier. Kacke, das hatte ich so schön. Hatte ich nicht vernünftig festgeschraubt hier. Oh Mann. Aber kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ziehe ich das nochmal fest. So. Das hat sich schon wieder gelöst. Da wird ein Scheiß. Ich bin da mal so vorsichtig mit dem Anziehen. Okay. Da hier. Okay. Ja, dann seht ihr auch mal, was passieren kann beim Wickeln. So. Sieht nicht gut aus, was ich hier mache. Ich müsste die noch weiter rüber drücken. Hier rüber drücken. Man ist ja immer noch ein bisschen flexibel, man kann da ja immer noch ein bisschen rumfummeln. Ja, ist schon ganz gut. Mal ein bisschen weiter nach oben. Schon besser. Ich sitze direkt über ein Luftloch, nicht ganz. Drücke noch ein bisschen so rüber, so. Okay. Sie haben noch die Dichtung gelöst. Die gehört natürlich. Ach, ich bin schon so ein Spezi, ne? Die gehört natürlich hier unten hin, ne? So. Ja, dann seht ihr mal mein Live-Gewickel. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen versagt. Jetzt muss ich noch ein bisschen nach oben. Vielleicht noch einen Tick weiter, warte mal. Einen Tick weiter rüber hier. Dann ziehe ich das noch ein bisschen rüber. Das dann direkt über dem Luftloch liegt. So. Jetzt habe ich das wie folgt gemacht. Seht ihr das? Sitzt soweit über dem Luftloch. Müsste gehen.
Jetzt wollen wir dann natürlich gucken. Natürlich gucken, wo wir da obenseitig gelandet sind und ob es überhaupt funktioniert, was wir da mal gemacht haben. So. Ohmcheck. 1,7 Ohm. Seht ihr das? Sind wir bei 1,7 Ohm gelandet. Ist okay. So, jetzt machen wir mal glühen. Machen wir mal das Glühen. So. Und so soll es aufglühen. Von der Mitte nach außen. Wunderbar. So möchte ich das haben. So wünscht man sich das. Perfekt. Umseitig immer noch bei 1,7 Ohm. Ja. 1,7 Ohm. So. Schrauben wir es hier wieder rauf. Wickelsockel. Und nun fummeln wir die Biowatte dadurch. Jetzt nehmen wir uns natürlich ein bisschen Biowatte. Ich gehe mal ein bisschen raus hier. Zack. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Biowatte. Noch ein bisschen weiter raus. Aber ist doch schon wieder alles live. Ne? So. Nehme ich hier mal so einen String raus. Und fummel hier mal ein bisschen rum. Ja, das wird ja wieder so ein Mega-Video, ne? So. Mache ich die Wurst noch mal klar hier. So. Da dralle ich jetzt zusammen. Da muss man nicht päpstlicher sein als der Papst. Das könnte fast ein bisschen viel sein. Aber ich werde es nachher sehen. So. Ob es so viel ist. So. Und versuche ich die mal hier durchzuziehen. Mal gucken, was passiert. So. Lassen wir mal so. Nun nehmen wir, nachdem das geschehen ist, richtig daran. Ja, ihr denkt auch, ich bin verhackt, ne? Jetzt nehmen wir unsere Kammerhülse, nehmen diese beiden Biowatte-Stumbis und schrauben die hier auf. Ist ein bisschen knabbelig hier. So. Schraube die hier auf. Bis zum Anschlag hier unten. Bis nicht weitergeht. So, und nun habe ich ja fast das Gefühl, dass ich ein bisschen viel Watte habe. Das schneide ich mal weg. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel. Lass ich mal so einen Stumpen auf jeder Seite überstehen hier. Zack, zack. So, dann wollen wir mal gucken. Und stopf die Watte hier rein. So, ich will mich jetzt.
jetzt ein bisschen schwierig, damit ich die sehen kann. Einmal seitlich und gleich mache ich auch hier. Also nicht so reinstopfen, dass man es verstopft, sondern dass es fluffy da drin liegt, so wie hier. Das kann man so ein bisschen erkennen. Das sollte eigentlich funktionieren. So, nun feuchte ich die Watte an. Die Watte angefeuchtet und nun kommt von der Verdampferkammer die Hülse wieder rauf. Die hier. Zack. Und nun kommt der Tank rauf. Mit dem Sylvesto Logo. Da kann man es ganz gut sehen übrigens. Aber hier seht ihr das schon, ne? Seht ihr das? Wie tief die runter geht. Hammer, ne? So, dann machen wir die Tankhülse. Jetzt greift sie. Die schrauben wir jetzt fest. Na gut, wenn ich sie richtig festschraube, dann lässt sie sich doch zwei Umdrehungen drehen, bis der Spalt hier weg ist. So. So, Akku war gerade leer. Dann kommt die Topcap hier rauf. Ja, habe ich das doch wieder alles live gemacht, ne? Naja. Kommt die Topcap hier rauf, wird sauber verschraubt. Okay. Also das waren doch zwei Gewindegänge. Also ihr seht ja, dann hält das doch. Und das Trip-Tip hier rauf. Und nun schrauben wir unten die Befüllschraube ab, die eine Dichtung hat. Das ist ja geil. Cool. Wie ihr seht, das hat man bei meinem Original nicht. Das ist natürlich interessant. Die hat eine Dichtung. Das ist natürlich cool. Da kann nachher nichts raussüffen. So, dann nehmen wir irgendein Liquid und füllen das hier rein. Was ist denn das hier für ein feines Liquid, was ich hier habe? Ja, riecht lecker. Also rein damit. Da passt ja natürlich auch in den Tank ordentlich was rein. Und ich fange schon wieder an zu kleckern hier aus der Flasche. Zu doll drück. So, jetzt ist er voll. So, jetzt habe ich den Tank voll gemacht. Nehme die Schraube mit dem kleinen Dichtring. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Schraube mit dem kleinen Dichtring. Fokussiere jetzt mal ein bisschen. Und bringen sie wieder dahin, wo sie hingehört. Brauche ich auch nicht so zu knallen. So, mal gucken, ob er irgendwo süfft. Ob irgendwo Liquid rauskleckert. Hier geht es nämlich schon los. Das ist interessant. Okay. Nun schwenke ich mal hoch. Und schwenke ich mal hoch.
Schauen wir mal, ob er dampft. Ich habe da gerade mal trocken dran gezogen. Ich hoffe, der ist soweit dicht. Ein paar Tropfen Liquid kam da eben nämlich raus. Seht ihr hier, ne? Das kann natürlich jetzt vom Befüllen sein. Weil, wie ihr seht, der Tank ist voll. Und hier oben kommt nichts raus. Seht ihr das? Das ist schon mal gut. Da war aber eben Tropfen Liquid. So, dann wollen wir den mal befeuern. So, Freunde, ich schwenk mal hoch und melde mich gleich wieder. Oh, oh. Da bin ich wieder. Ja. Hier ist er. Aufmunitioniert. Ich muss schon fokussieren. So, mal gucken. Wie viel Ohm wir haben. 1,7 Ohm. Machen wir mal Checkerchen machen. So, dampft, süfft nicht, ist okay, kann ich denn ein anderes Tippchen drauf machen? Mal gucken. Was nicht? Moment mal. Jetzt flattert er drauf rum. Sehr strammer. Dampft ordentlich, aber man kann keinen anderen Dritttest drauf machen. Moment mal, ich habe hier noch ein paar zur Verfügung. Passt auch nicht. Okay, das ist ja interessant. Ich habe ja noch ein paar mehr. Das ist auch noch eine Ming-Vase. Wenn die Ming-Vase geht. Sieht bloß ein bisschen komisch aus, ne? Ich habe ja noch mehr Tipps. Moment mal. Hab ich auch noch eins? Nee, unglaublich. Also, liebe Freunde, ey, das ist das. Ich mag es ja gar nicht glauben, warte mal. Perle GS. Trip-Tipp. Das Perle GS-Trip-Tipp passt. Also es passt nicht. Das ist unglaublich. Den hier. Passt das hier sogar mit Spiel. Aber hier passt es nicht rauf.
Okay. Wieder was gelernt. Also es passt auf den Akkuträger. Auf den Kaifun, billig Kaifun, nicht jedes dritte. Nichtsdestotrotz, mit dem Original Drip-Tip dampft natürlich, ne? Dampft anständig. Aber das mit dem Drip-Tip finde ich ja der Hammer. Aber okay. Muss ich so hinnehmen. Ich meine, es passen ja einige, ne? Vom Perlig her. Aber mein Schwanz ist noch der ja auf den teuren locker aufpasst. Ne? Ja, Leute. Dampft, funktioniert. Costa Quanta 13,60 Euro. Ob man es mit der Einschränkung von dem Drip-Tip und der Verarbeitung mit den Gewinden und so, ob man damit klarkommt, muss jeder selber wissen. Aber funktioniert halt, ne? Das ist das Entscheidende. Sieht super aus. Läuft. Ihr seht, haut hin. Ist okay, finde ich, für das Geld für 13 Euro. Quatsch, 13 Euro. Für... Jetzt ist auch noch meine Speicherkarte voll gewesen. Mal noch mal einen Schluck Bier nehmen hier. Also, was sagte ich? Für 10,58 Euro finde ich okay. Aber man sieht, Drip-Tip nicht universell wechselbar. Nicht jedes Drip-Tip passt da rein. Also denkt dran, wenn ihr darauf Wert legt, dass ihr verschiedene Drip-Tips adaptieren wollt, das kann dieser billige wohl nicht. Bei dem teuren für 19 Euro 63, da passt wirklich alles drauf. Ne? Und der ist von den Gewinnen ein bisschen anders verarbeitet. Und das hier oben ist kein Vollmaterial. Nun schwenke ich nochmal runter. Ich habe ja eine ähnliche, oder ich schwenke mich runter. Ich wiege den jetzt mal durch. Ich nehme jetzt mal meine Waage, dass wir, weil ich sagte, der ist ein bisschen schwerer, was die Unterschiede sind. Jetzt wiege ich erstmal ohne Drip-Tip den teuren. Der wiegt. Jetzt rollt er mir hier weg. Moment. 77 Gramm. Tank ist voll. Der billige, schwerer. Ist 10 Gramm schwerer ungefähr. Schwerer. Schwerer, schwerer, schwerer. Aber nicht viel. 10 Gramm nur. Das merkt man gleich, wenn man den in der Hand hat, dass der günstige ein bisschen schwerer ist. Aufgrund dessen, weil die Topcap aus Vollmaterial ist. Die ist wirklich nur übergedreht und ist nichts ausgedreht worden. Aber das Finish ist okay. Schaut es euch nochmal an. Ich halte mal dichter ran hier. Das Finish ist, die Verarbeitung ist okay. Er funktioniert. Und das ist ja das Wichtigste, ne? Also für 10,30 Euro, 58, Moment, wo war ich? 10,58 Euro bekommt man einen funktionierenden Kaifun Light ohne Air Control. Aber das macht nichts. Der ist genauso wie der. Den lasse ich auch offen laufen. Passt vom Zugwiderstand.
Haut hin. Räuchert gut los, das Teil. Macht Qualm. Schmeckt auch gut. Den habe ich nicht gereinigt. Schmeckt nicht nach Öl, nicht nach Maschine. Der ist relativ sauber. Funktioniert, müsst ihr selber wissen, ob ihr den für knapp 10 Euro, schieß mich tot, 58 haben wollt. Im Gegensatz dazu, der kostet knapp 20 Euro, also fast das Doppelte, nicht ganz. 19,60 Euro, 10,60 Euro. 10 Euro, Moment, nochmal wieder gucken hier. 10,58 Euro, der billige, und der hier, der teure, 19,63 Euro. Ist schon eine Ecke. Bei dem teuren war natürlich noch dabei, erstmal passen alle Drip-Tipps drauf. Die Verarbeitung ist auch sehr gut. Hat noch eine Air-Control, eine einstellbare, wenn man es dann braucht. Ich brauche es nicht. Und der teure hat eben noch den Vorteil, dass da ein kompletter Dichtungssatz dabei ist. Das hat er natürlich nicht. Aber ihr seht, funktioniert. Ass rein. Und räuchert. Das war das. Die Nemesis Akkuträger, der ganz billige für 13,60 Euro, da hat mich echt angenehm überrascht. Ein feines Teil für 13,60 Euro quasi Blindkauf. Super verarbeitet, Taster funktioniert, man muss nichts modifizieren und für die Kohle kann man nicht viel falsch machen. So Freunde, jetzt habe ich aber richtig lange Videos gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die 3 Stunden diesmal voll gekriegt habe, aber 2 Stunden auf jeden Fall wieder. Ne? Ja, wohl dem, der das abkann. Ne? Jetzt nehme ich nochmal einen Schluck von meinem leckeren Kulchbauer Weiße, der Spende. Trink das aus. So, jetzt habe ich ein Video gemacht, wo ich das ganze Bier weggesoffen habe, den halben Liter. Und wo wir uns den Nemesis, den erstaunlich guten Nemesis für 13,60 Euro angeguckt haben und für 10,58 Euro den super billig Nemesis. Also kann man beides kaufen, ne? Wobei hier natürlich Abstriche sind wegen dem Drip-Tip, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist alles okay, außer das Finish von der unteren Hülse. Fand ich nicht ganz so perfekt, aber in Anbetracht des Preises ist es natürlich ein Schnapper. Ne? Wunderbar. Und hier ist es eben halt so, Drip-Tip kann man nicht wechseln. Das Wickeln lässt sich einfach bewerkstelligen. Hat sogar eine Schraube mit einem Dichtring. Das obere Top-Cap ist Vollmaterial, dadurch ist er knapp 10 Gramm schwerer als der Freund hier. Aber ansonsten alles das Gleiche. Ne? Dampft, macht Spaß, schmeckt. Wie ihr seht, kann man empfehlen. Alles gut. Ich hoffe, das Video war einigermaßen informativ. Es war wieder so ein Sabbelvideo, wo ich viel Schnatter-Schnatter gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, gut. Daumen rauf, und wenn nein, okay, habt ihr euch jetzt 2 Stunden, über 2 Stunden wahrscheinlich gelangweilt. Ne? Aber man kann auch mit einfachen Produkten Spaß haben, mit Einschränkungen. Bei dem muss ich wirklich sagen, Drip-Tip technisch, das finde ich ein bisschen doof, dass nicht jedes Drip-Tip hier aufpasst. Dass man wirklich das Original-Drip-Tip nehmen muss oder eben probieren muss, welches passt. Nun könnte man natürlich, wenn man eine Drehbank hat, das Ding hier innen drin noch ein bisschen ausdrehen. Ja. Oder mit der Bohrmaschine, irgendwie mit dem Bohrer, da ein Zehntel noch rausbohren. Würde ich aber nicht mit dem Bohrer machen, würde ich wirklich eine Drehbank nehmen für. Also das könnte man noch modifizieren, das ist nur nicht unbedingt das Problem. Ja, muss jeder selber wissen. Also kann ich empfehlen, für das Geld Schnapper. Der Bursche hier für die Kohle, super Schnapper. Super verarbeitet, also für kleines Geld, ne? Beides. Und beides funktionsfähig und funktioniert einwandfrei.
Der Nemesis ist natürlich ein Traum für das Geld, hier mit Einschränkungen. Mit Einschränkungen, aber ihr seht auch, es funktioniert. Das ist das Entscheidende an dem Ding. Ne? Funktioniert genauso gut wie der hier. Schmeckt genauso gut wie der hier. Und qualmt genauso gut. Wunderbar. Habe ich viel geschnattert diesmal. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, gut. Wenn nicht, tut es mir leid. So bin ich halt. So, Freunde, bis zum nächsten Dumbware-Video. Das war das ultimative Mega-Schnatter-Video diesmal. Und wenn euch jetzt die Ohren bluten, sorry. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss und lasst euch nicht von der EU ärgern. Und dreht nicht durch, kauft nicht wie die Geisteskranken. Da steht gar kein Grund, momentan noch nicht. Aber langsam sollte man da so in die Pötte kommen und sich überlegen, was brauche ich, weil das fällt alles weg. Das wird es alles bald nicht mehr geben. Auch die Importe nicht. Wobei viele Sachen natürlich durchflutschen, aber das ist dann wieder Grauzone. Das kann beschlagnahmt werden später mal und ich weiß nicht, wie das alles nachher läuft. Ne? Deswegen macht es noch, solange es legal ist, dann habt ihr überhaupt keine Probleme. Und das passt natürlich ganz gut. Wenn ihr so einen Akkuträger kauft, da kann nichts kaputt gehen, der hält ewig. Der ist flexibel, der Nemesis für 13,60 Euro. Ne? Ja, 13,60 Euro. Absolut empfehlenswert. Supi. Eingeschränkt empfehlenswert, der Kaifun Light. Keine Air Control. Hatte ich ja schon mal gesagt. Tausendmal jetzt schon. Wiederholung. Drip-Tip. Nicht jedes Drip-Tip passt drauf. Ja, Vollmaterial, das obere Teil. Er ist schwerer als alle anderen Klone. Aber nichtsdestotrotz für die Kohle. Okay, ne? Also, finde ich nicht schlimm. Für mich ist immer wichtig, funktioniert. Hauptsache funktioniert. Schmeckt und qualmt und hat Spaß dabei. So. Peace, meine lieben Dampferfreunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.